Ja, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Marianne Bürtler, liebe Katrin Göring-Eckert, lieber Lukas Beckmann, lieber Florian Schikowski und auch liebe Simone Schmollack, die uns heute Abend durch diese Veranstaltung als Moderatorin begleiten wird. Ich heiße Sie alle ganz herzlich willkommen hier in der Heinrich-Böll-Stiftung zu dieser Gesprächsrunde zu 30 Jahre Bündnis 90 und die Grünen, Bündnis 90 die Grünen. Und das ist sicherlich ein absolut gelungener Anlass, hier gemeinsam zusammenzukommen. Und deswegen freue ich mich auch so sehr, dass der Saal so gut gefüllt ist und will an der Stelle gleich zu Beginn auch all jenen danken, die mit dazu beigetragen haben, dass der Abend so zustande kommen kann. Das ist natürlich auch die Robert-Havemann-Gesellschaft, wo wir auch mit, auch Ihnen heiße ich herzlich willkommen, Michael Hein-Kirsch, gleich gemeinsam einsteigen werden, aber auch Sebastian Zilm von der Robert-Havemann-Gesellschaft möchte ich hier an der Stelle danken und auch Solveig Bartusch, Michael Stonjenko, die das hier aus der Stiftung vorbereitet haben und natürlich dem Tagungsbüro der Technik und der Kommunikation. Ja, mein Name ist Jan-Philipp Albrecht, ich bin einer der beiden Vorstände der Heinrich-Böll-Stiftung und ich war noch nicht politisch aktiv, als dieser Vereinigungsparteitag im Mai 1993 in Leipzig stattgefunden hat, Bündnis 90, die Grünen. Das sind 30 Jahre, die jetzt hinter diesem Vereinigungsparteitag und diesem Moment liegen. Am 6. Mai dieses Jahr. Es hat in Leipzig am selben Ort dann die Jubiläumsfeier stattgefunden und unter dem Motto Dialoge für unser Land auch ein Startpunkt stattgefunden für eine Diskussion zur Veranstaltungsreihe zu diesen Fragen, die natürlich aufkommen, wenn man so einen Blick zurück und eben auch nach vorn wirft. Denn es stellt sich natürlich im Lichte der Entwicklung die ein oder andere Frage, die man sich dann im Jahr 30 nach diesem Ereignis, das ja eben auch noch mal echt sichtbar geworden ist, was heißt das eigentlich für uns und was hat sich seitdem getan? Und ich will vielleicht an der Stelle auch noch mal erwähnen, dass wir natürlich auch vielleicht hier zusammenkommen, um ein bisschen denjenigen zu gedenken, die an der Stelle eben auch dabei waren und heute nicht unter uns dabei sein können, wie natürlich Antje Vollmer eben gesehen, aber eben auch Werner Schulz, auch sicherlich viele andere. Bei Werner Schulz fällt mir dann ein, dass ich nicht nur einige Jahre mit ihm im Europäischen Parlament zusammenarbeiten durfte, sondern dass er zum Beispiel auch mal eine flammende Rede auf einem Logo-Parteitag gehalten hat, die dann am Ende dazu geführt hat, dass die Erneuerung des Logos dieser Partei Bündnis 90 Die Grünen nicht stattgefunden hat, unter anderem auch, weil Bündnis 90 als Name eben nicht mehr auftauchen sollte in diesem Logo, jedenfalls nicht so prominent. Also das auch ein weiterer Wegpunkt dieser Auseinandersetzung, der in meiner Sicht allerdings vor allen Dingen gezeigt hat, dass es ein großes Verständnis in dieser Partei Bündnis 90 Die Grünen für die wichtige Rolle, die diese Vereinigung gespielt hat und die wichtige Rolle, die Bündnis 90 auch gespielt hat, nicht nur für Bündnis 90 Die Grünen, sondern natürlich auch für dieses Land insgesamt und natürlich vor allen Dingen auch für die Geschichte der Revolution, wie es eben gekommen ist, der Wiedervereinigung, die dann folgte. Und diese Fragen, welche Rolle spielte das, auch welche Rolle spielte und auch spielen natürlich zum Beispiel auch die BürgerrechtlerInnen von Bündnis 90. Wie hat Bündnis 90 eben auch die Grünen im Westen vielleicht verändert, beeinflusst? Welche Diskussionen haben bei dieser Vereinigung stattgefunden? Das ist alles auch immer wieder für mich ein Fragenpool, der da aufkommt, der auch durchaus relevant ist für die Fragen von heute. Denn möglicherweise hätte es auch alles ganz anders kommen können, wie das damals gelaufen ist. Und es hatte vielleicht aber seine Gründe. Und es prägt auch diese Partei und auch die Diskussionen, die sie heute führt. Das alles sind Fragen, die wir vielleicht für den heutigen Abend mitnehmen. Und ich freue mich auf diesen Abend und dass Sie alle da sind und möchte an der Stelle es belassen sein mit den Begrüßungsworten und übergeben an Michael Hein-Kirsch, der jetzt als Nächster die Begrüßung hier übernimmt für die Robert-Havemann-Stiftung. Vielen Dank auch nochmal für die Zusammenarbeit, die Kooperation hierzu. Michael Hein-Kirsch ist mein richtiger Name. Micha reicht auch.
Ja, den Dank und der Begrüßung schließe ich mich an. Jetzt muss ich dieselben Namen nochmal zu nennen, das mache ich jetzt einfach nicht. Ne? Ich selber bin ja Vorstandsvorsitzender bei der Robert-Havemann-Gesellschaft und auf diesen Diskussionsabend hier freue ich mich tatsächlich so richtig. Ne? Weil die gemeinsame Veranstaltung der Böll-Stiftung und der Robert-Havemann-Gesellschaft, das ist einfach was ganz Besonderes. Ich bringe auch viele Grüße mit von allen Akteuren aus der Robert-Havemann-Gesellschaft. 2, 3 sind ja hier, wir sind aber noch ein paar mehr. Tatsächlich freue ich mich auf unseren Diskussionsabend so richtig. Bündnis 90 Die Grünen sind parteimäßig nun seit 30 Jahren liiert. Ich war tatsächlich ganz überrascht. Ich hatte es gar nicht so lange in Erinnerung, vielleicht ist das auch so. Ich bin ja jetzt auch schon ein bisschen älter geworden. Jede Gruppe, jede Institution hat ihre Gründungsgeschichte, ihre Erzählungen, ihre Narrative aus der Gründungszeit. Und jede Gruppe tut aus meiner Sicht gut daran, die Narrative zu erzählen. Nicht um der Narrative willen, alte Geschichten sind eben erstmal nur alte Geschichten, für neue Menschen, die noch nicht geboren waren, eher langweilig. Aber deren Übersetzung in den jeweils konkreten aktuellen Kontext hat die Chance, Zusammenhänge in der Gegenwart zu verstehen, Entscheidungen heute in sicheren Grundorientierungen zu treffen und zukunftssicher gestalten zu können. Und da hören sich die Geschichten von Westgrün aus der Friedens- und der Anti-Atomkraft-Bewegung in den 80er Jahren des letzten Jahrtausends, zum Beispiel aus Wackersdorf, gar nicht so viel anders an als die Geschichten, in denen ich selber in den letzten Jahren der sogenannten DDR mitwirkender war. In einer Szene, über die in der Westpresse stand, dass das die Bürgerrechtsbewegung in der DDR sei. Wir haben den Begriff gar nicht verwendet. Da war ich in Ostberlin in Gruppen, welche die Abschaffung der DDR als logisches Ziel wegen des Demokratiedefizits bereits 86 öffentlich beschlossen hatten. Immerhin 3 Jahre vor dem Zusammenbruch der DDR. Ich war damals ziemlich viel aktiv unterwegs, wenn ich nicht gerade mal eingesperrt war oder sowas. Unterwegs immer entlang der des täglichen Wertevierecks. Und es war uns wichtig, aus Förderung von Selbstbestimmung, Demokratieentwicklung, konsequenter Gewaltfreiheit und aktivem friedlichen Protest. Egal welcher Repression wir ausgesetzt waren. Nur durch dieses friedliche Engagement der verschiedenen Gruppen, davon bin ich bis heute überzeugt, gelang die Abschaffung der DDR-Diktatur. Ja, und etliche unserer Akteure hatten sich dann 1990 als Partei Bündnis 90 zusammengeschlossen, um ihre solidarischen Impulse in das parlamentarische Handeln in der neu entstehenden Demokratie fortzusetzen. In der Robert-Havemann-Gesellschaft gestalten wir ja nicht nur Veranstaltungen und sowas, sondern wir sammeln dort vor allem auch die Zeugnisse der Akteure, alles was mit Widerstand und Selbstbestimmung in den Ländern der ehemaligen sogenannten Ostblockstaaten zu tun hat. Unser Archiv kann sich sehen lassen. Kommen Sie doch gern mal vorbei, das sollte ich unbedingt sagen. Die Überwindung gesellschaftlicher Missstände, das mutige friedliche Zusammenführen von Menschen und das Ausprobieren von und Gestalten von demokratischem Zusammenleben ist auch das, was wir heute brauchen. Besonders angesichts unserer weltweiten Krisen, die wir ja alle hier auf die eine oder andere Art und Weise mitverschuldet haben. Die Botschaft ist, es geht trotzdem, wir können unsere Zukunft solidarisch gestalten. Die Gründungsnarrative der Westgrünen und der Ostbündnis 90 Menschen sind dafür eine hervorragende Grundlage. Und das beständige Wertevierecke, Selbstbestimmung, Demokratieentwicklung, konsequente Gewaltfreiheit und aktiver friedlicher Protest, das aus der sogenannten DDR-Bürgerrechtsbewegung über das Bündnis 90 in die Grüne Partei getragen wurde, kann, da bin ich nach wie vor überzeugt, unser Handeln und unsere Entscheidung sehr qualifizieren. Und deswegen freue ich mich auf unseren Diskussionsabend so richtig. Ich übergebe an Simone Schmollack. Sie waren ja vorhin schon hier. Ich habe Headset, ja. Wahrscheinlich. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Jan-Philipp Albrecht und Michael Heinisch-Kirch. Wir steigen gleich in die Diskussion ein. Wir haben als Fishbowl-Format gewählt. Das sehen Sie hier in der Mitte. Ein rundes Format, ein offenes Format, das, so wie der Name ja schon sagt, wie in einem Goldfischglas die Diskutanten umeinander sitzen, also um den Tisch. Und jede und jeder, der etwas sagen möchte, bekommt ein Saalmikrofon, kann vom Platz aus mitdiskutieren, Fragen stellen oder auch in die Mitte kommen.
es geht gleich los, Sie müssen ganz stark sein. Es gibt noch ein paar kleine Inputs, nämlich von Marianne Bürtler und von Lukas Beckmann. Die beiden erinnern sich an den Gründungsparteitag 1993 in Leipzig, einmal aus ostdeutscher Perspektive und einmal aus westdeutscher Perspektive. Eigentlich, glaube ich, muss ich sie gar nicht vorstellen, weil alle hier im Saal beide kennen. Und ich habe ja auch gesehen, im Film tauchen ja viele Menschen auf, die auch hier im Saal sitzen. Ich stelle die beiden, die gleich hier vorne stehen werden, trotzdem kurz vor. Marianne Bürtler, wo ist sie eigentlich? Ach, da hinten. Da meldet sich. Marianne Bürtler ist, ja wie gesagt, allen bekannt und auch über das grüne Publikum hinaus der breiten Öffentlichkeit bekannt als Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen und in ihrer Zeit als Bürtler-Behörde auch genannt. Sie wurde in Ostberlin geboren und war schon ab Mitte der 80er Jahre politisch aktiv. Sie engagierte sich ganz stark in der oppositionellen Initiative Frieden und Menschenrechte. Sie war Gründungsmitglied des Arbeitskreises Solidarische Kirche und wurde in der Wendezeit, wenn ich das so sagen darf, Vollblutpolitikerin. In der letzten DDR-Volkskammer war sie Sprecherin vom Bündnis 90 und danach Bundestagsmitglied. Sie war Bildungsministerin in Brandenburg und nach der Vereinigung von Bündnis 90 Die Grünen war sie bis 94 gemeinsam mit Ludger Vollmer Parteichefin. Ich gebe erst mal Ihnen das Wort und dann stelle ich Herrn Beckmann vor. Ja, guten Abend in die Runde. Ich freue mich auch, hier sind so viele Leute, die mir vertraut sind und mit denen ich Lust hätte, ein bisschen länger zu reden, aber vielleicht haben wir ja dafür noch Gelegenheit. Wenn ich mich nicht täusche, ist das Interesse an diesen alten Geschichten inzwischen stärker als vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren. Ich weiß nicht, ob es anderen auch so geht. Ist ja immer auch ein bisschen zufällig. Jedenfalls hat mein Kreisverband Berlin-Mitte, viertgrößte der Bundesrepublik, muss man sagen, besteht fast nur so aus Leuten im Alter meiner Kinder und Enkelkinder. Also wir sind, Sibylle und ich, vielleicht noch 3, 4 Leute sind so die Oldies. Zeitzeugen. Genau. Die haben mich nämlich vor kurzem gefragt, sag mal, kannst du nicht mal kommen und so einen Abend von damals erzählen, ne? Und jetzt organisieren die das, ich mache das gern, also ungefähr so die Themen, die wir heute Abend haben. Und natürlich fällt mir dabei immer so ein, wie früher in unsere Schule so die Veteranen kamen und von früher erzählten. Aber gut, vielleicht gehört das dazu, wenn man einiges erlebt hat, wie wir alle. Und eigentlich ist es ja was sehr Schönes, wenn Menschen versuchen, so ihre Wurzeln anzuschauen und zu graben, wo sie selber stehen. Und ein Baum, der keine Wurzeln hat, der kann ja auch nicht lange überleben. Ich habe mich ja jetzt viele Jahre auch mit dem Thema Umgang mit der Vergangenheit beschäftigt und glaube inzwischen sehr fest, dass ohne Erinnerung oder ohne das Suchen nach der eigenen Identität Menschen sehr viel verlieren, was sie bereichern könnte, was sie stark machen könnte. Das schmerzhafte Erinnern übrigens eingeschlossen. Hier, der Film hat ja einen ganz guten Input gegeben für das, was hier heute verhandelt wird, obwohl das ja nur die Hälfte war. Das war ja 1992 dann die Gründung vom Bündnis 90. Danach fingen ja erst die Ost-West-Verhandlungen an. Allerdings war das ein Zeitpunkt, wo wir alle schon eine Menge erlebt hatten, eine Menge Frustrationen hinter uns hatten, auch zum Teil verarbeitet haben. Ich erinnere nur daran, was für ein jämmerliches Ergebnis wir in den Volkskammerwahlen hatten. Das Bündnis 90, das übrigens, das erklärt auch diese eine Bemerkung, wieso werden die jetzt gegründet? Ich habe die doch schon gewählt. Bündnis 90 war am Anfang ja nur das Label für eine Listenverbindung bei einer Wahl und noch gar keine Organisation. Also das wurde für die Volkskammerwahl 1990 erfunden und kriegte dann 2,9%.
Werner Schulz würde jetzt sagen, das macht den Kohl fett. Also wir waren jedenfalls alle sehr enttäuscht. Die Grünen, die Listenverbindung Grüne, UFV, die kriegten noch weniger als wir und wir bildeten dann eine gemeinsame Fraktion. Da allerdings, spätestens da, hat es schon eine formale Zusammenarbeit zwischen den Grünen West und dem Bündnis 90 gegeben. Ich spreche jetzt mal nicht von den alten Freundschaften, die doch eher privater Natur waren, wenn auch sehr politisch. Da gibt es ja alte Verbindungen, die später durchaus dazu beigetragen haben, dass man aufeinander zuging. Aber in dieser Zeit als Volkskammerabgeordnete haben wir sehr viel profitiert von der Bundestagsfraktion der Grünen. Die kamen zu uns rüber und haben mit uns auch Fachgespräche geführt. Ich habe zum Beispiel von Günter Saathoff zum ersten Mal gehört, was Ehegattensplitting ist. Nie gehört, ne? Also eine Sache. Und so ging es ja quer durch alle politischen Felder. Das war, für uns quasi lebenswichtig, damit wir überhaupt was sagen konnten. Diese Volkskammerzeit, wir waren wenig und die Zeit war kurz, ein halbes Jahr. Aber wir haben, denke ich, doch ein paar Duftmarken hinterlassen. Zum Beispiel, als wir reagiert haben darauf, dass jetzt ein Parlament erwachsener Menschen den Paragraphen 175 in Kraft setzt. Der war ja in der DDR abgeschafft worden, schon längst. Und mit dem Einigungsvertrag wurde ja das gesamte Gesetzeswerk in den Osten übernommen. Und das hat mich dann veranlasst, wirklich so eine Hohn- und Spottrede zu halten in der Volkskammer. Der ist ja kaum noch angewandt worden, der Paragraph. Der führte so eine etwas Schattenexistenz, aber er existierte noch. Und jetzt sollte ein Parlament aus erwachsenen, klugen Menschen einen solchen Paragraphen in Kraft setzen. Das fand ich schon besonders. Er ist ja erst einige Jahre denn auf der Bundesebene wieder abgeschafft worden. Also aus dieser Zeit gibt es eine ganze Menge zu erzählen. Und wir machten unsere einschlägigen Erfahrungen mit den Westgrünen. Die waren keineswegs alle so wie unsere langjährigen Freunde von den Grünen. Da gab es also sehr unterschiedliche Menschen. Ich würde sie mal einteilen in vier Gruppen. In die alten Freunde, in die neuen Verbündeten, in die Gleichgültigen und in die vierte Gruppe Skeptiker/Gegner. Und das alles kam so auf uns zu und wir mussten uns damit auseinandersetzen. Das war auch schon sehr spürbar in der Zeit, wo wir uns so allmählich annäherten. Ich war ja damals Ministerin in Brandenburg zu der Zeit. Und in Brandenburg war ja diese Verbindung zwischen Bündnis 90 und den Grünen zunächst sehr gefährdet. Das lag an beiden Seiten. Es gab im Bündnis 90 Leute, die das auf keinen Fall wollten, weil sie meinten, die Grünen seien zu links, wofür damals auch allerhand sprach. Und auf der grünen Seite waren das Leute, die sehr stark vom damaligen Bundesverband der Grünen beeinflusst waren, fast von denen gegründet wurden. Und deswegen wollte das nicht so richtig funktionieren. Und wir haben auch auf verschiedenen Listen dann kandidiert, mit dem Ergebnis, dass das Bündnis 90 in den Landtag kam und die Grünen nicht. Es war also nicht genau die erste Ampel Deutschlands, weil die Grünen gar nicht dabei waren. Das hat dann, also ich greife das mal vor, weil das eine spezielle Situation in Brandenburg war. Das ist ja vielen gar nicht so bekannt. Da hat es dann dazu geführt, dass das Bündnis 90 tief gespalten war. Das lief alles zeitgleich auch mit der Diskussion um den Ministerpräsidenten Manfred Stolpe und seine Stasi-Kontakte. Jedenfalls war das Ergebnis dann, dass sozusagen die erste erfahrene politische Generation, also die Abgeordneten und die wichtigsten Mitarbeiter der Brandenburger Landtagsfraktion, den Weg zu den Grünen nicht mitgingen, also für eine gemeinsame bündnisgrüne Zukunft in Brandenburg dann verloren waren. Die mussten also wirklich wieder von ganz neu anfangen.
mit dem Ergebnis, dass da erstmal vorläufig nichts war. Und ich glaube, das dauerte 2 Legislaturperioden, bis da wieder Bündnisgrüne dann im Parlament in Brandenburg waren. In Mecklenburg-Vorpommern war es wieder anders. Da haben alle Bürgerbewegten sich auf 3 verschiedene Listen verteilt, mit dem Ergebnis, dass gar niemand im Landtag war von ihnen. Das hat dann auch eine ganze Weile gedauert, bis sie sich davon wieder erholt haben. Ja, dann ich knüpfe wieder an den Film an. Im Sommer 92 wurde das Bündnis 90 als Organisation gegründet und bald danach fingen dann auch die Verhandlungen zwischen Grünen und dem Bündnis 90 an. Wobei auch das durchaus umstritten war. Es gab dann beim Bündnis 90 auch Leute, auch übrigens im linken Flügel der Grünen, die meinten, dass das nicht so zusammenpasst. Also es gab Leute, die meinten, die Grünen West sollten viel eher mit der damaligen PDS zusammengehen. Und im Bündnis 90 war das auch umstritten. Manche gingen auch diesen Weg nicht mit. Man muss überhaupt sagen, dass im Lauf der Zeit es auch sehr, sehr viele Abschiede, manche davon sehr schmerzhaft, gab. Weil viele diesen Weg nicht mitgehen wollten, in den Weg überhaupt in eine Partei und dann mit den Grünen. Also wir verloren immer wieder Leute. Und das waren zum Teil auch, die sich dann auch auf die Organisationen verteilten. Also ich heb bei der Gelegenheit immer so ein Wahlplakat von der Volkskammerwahl 1990 hoch. Da drauf sind die 3 Spitzenkandidaten, Günter Noke, Matthias Platzek und ich zu sehen. Der eine ist jetzt in der SPD, der andere in der CDU und ich bin bei den Grünen. Also das kann man immer gut zeigen, das Plakat, wenn jemand fragt, was aus dem Bündnis 90 geworden ist. Die Verhandlungen waren schwer, weil es auch da natürlich Beteiligte gab, die meinten, das sei eigentlich nur so ein formaler Akt, läuft letzten Endes auch auf einen Beitritt raus. Was Beitritt war, wussten wir ja inzwischen. Aber viele andere, und die konnten sich dann durchsetzen, haben dann doch erkämpft, dass es eine andere Vereinigung war. Juristisch zwar ein Beitritt, das ging nicht anders zu machen, aber inhaltlich doch der Versuch, eine gemeinsame Organisation in Augenhöhe zu gründen. Das, also diesen guten Willen muss man ehren, finde ich. Es drückte sich auch darin aus, dass es beispielsweise Ost-West-Quoten gab in den Gremien. Es gab einen extra Ausschuss oder wie das hieß, weiß ich gar nicht mehr, der für den Osten zuständig war. Es gab vor allen Dingen einen anderen Delegiertenschlüssel für die Bundesversammlung. Das war schon alles viel mehr als nichts. Und auf Betreiben vom Bündnis 90 wurde auch ein Grundkonsens verabschiedet. Das lohnt sich, den jetzt noch mal durchzulesen, finde ich, weil der auch ein bisschen die Erklärung ist dafür, dass die Grünen, die Bündnisgrünen insgesamt, sich doch ein ganzes Stück vom Fleck bewegt haben mittlerweile. Ich will noch eine Erinnerung loswerden. Das war Bielefeld im Februar, glaube ich. War das Bielefeld, wo wir den Assoziationsvertrag beschlossen haben? Ja, ne? Hannover, Entschuldigung. Ja, war bloß ein Test, ob ihr das noch wisst. Da sehe ich nämlich Katrin und mich noch vorne sitzen. Da gibt es sogar ein Foto davon. Und wir versuchen händeringend, die Bündnis 90-Seite von der Frauenquote zu überzeugen. Denkt nicht, dass das einfach war. Und schon gar nicht so, dass das eine Mindestquotierung war, also auf Platz 1 Frauen sein sollten. Dafür gab es ja nun wirklich ganz wenig Verständnis. Wir haben es geschafft, stimmt's, Katrin? Aber irgendwie auch, es war eine widerstrebende Zustimmung, kann man so sagen. Aber der größere Schmerz entstand, als aus dem kleinen Saal, in dem sich das Bündnis 90 traf, sich so eine Gruppe aufmachte und mal in den großen Saal rüberging, wo die Grünen tagten und mit schreckgeweiteten Augen zurückkamen und sagten, da gehen wir unter. Das waren so viel, das war so laut dort und so eine Atmosphäre, mit der war wirklich schwer umzugehen. Ja. Ich glaube, ich habe meine 10 Minuten längst ausgeschöpft, obwohl hier noch eine ganze Menge auf meinem Zettel steht, nämlich wie es dann weiterging. Im Mai 1993 dann wurde die Partei formal zusammengeschlossen in Leipzig.
Ich wurde Parteisprecherin, Vorsitzende gab es damals noch nicht. Und Ludger Vollmer war sozusagen die andere Seite. Wir waren vierfach quotiert, also Mann, Frau, Bündnis 90 Grün, Ost-West und die beiden Strömungen. Hatten also beide eine ganze Menge auf den Schultern zu tragen. Und für mich war das auch wirklich ein sehr schweres Stück. Ich sage mal ganz persönlich, das waren eigentlich politisch gesehen meine schwersten Jahre in meiner ganzen politischen Zeit da in Bonn, in dieser ehemaligen Nervenheilanstalt da in der Parteizentrale zu arbeiten. So, ich mache jetzt mal ganz unvermittelt Schluss, damit Lukas zu Wort kommt. Entschuldige bitte. Aber vorher kommt noch deine Vorstellung, glaube ich. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Bettler. Sie haben schon so viel erzählt. Ich hoffe, wir haben dann noch genug Stoff zu diskutieren. Lassen Sie uns noch ein bisschen Stoff übrig, Herr Beckmann. Aber erstmal Ludwig Beckmann möchte ich gern vorstellen. Muss ich nicht, Sie lachen alle schon. Ich mache es trotzdem. Was habe ich jetzt gesagt? Schon wieder? Entschuldigung. Also Lukas Beckmann, Entschuldigung. Also er ist in Neuenhaus in Niedersachsen, also auf der Westseite geboren. Er ist Soziologe und hat sich früh in der Umwelt- und der Eine-Welt-Bewegung, so heißt es ja Dritte Welt-Bewegung, und in der christlichen Jugendarbeit und sogar bei Amnesty International engagiert. Er hat die Bunte Liste Bielefeld mitgegründet und er gehörte zu den Gründerinnen der Grünen im März 1979 nach europäischem Wahlrecht. Und als sich die Partei dann nach 1980 nach bundesdeutschem Wahlrecht gegründet, war er auch dabei, natürlich. Und er war Bundesgeschäftsführer, einmal von 1980 bis 1984 und danach war er einer von drei gleichberechtigten Vorstandssprechern. Und später auch noch mal Fraktionsgeschäftsführer im Bundestag. Dann hat er eine Auszeit genommen, da war er bei der GLS Bank Stiftung und dem GLS Verein. Und seit 2017 beschäftigt er sich sehr ehrenamtlich tätig und freiberuflich in der Regel für Genossenschaften, Vereine und Stiftungen. Herr Beckmann, Lukas Beckmann, Sie haben das Wort. Dankeschön. Ich will vorab etwas sagen, was sowohl die Heinrich-Böll-Stiftung als auch die Robert-Havemann-Initiative betrifft. Und zwar hat der Vorbereitungsprozess für Bündnis 90 Die Grünen ziemliche Auswirkungen gehabt auf beide. Als das Wahlergebnis im Dezember 1990 so war, dass die Westgrünen nicht reinkamen und im Osten Bündnis 90 Die Grünen in den Bundestag kamen, kam Werner Schulz zu mir und sagte, kannst du jetzt nach Bonn kommen? Ich war damals Geschäftsführer der Heinrich-Böll-Stiftung in Köln. Kannst du nach Bonn kommen und uns helfen? Jetzt sind wir hier alleine und wir kennen Bonn nicht. Wir wissen gar nicht, wie das funktioniert. Und ich habe gesagt, es ist schwer, weil wir haben jetzt gerade mit der Böll-Stiftung angefangen. Damals hatten wir noch drei Stiftungen und einen Dachverband Regenbogen. Hatten gerade die ersten staatlichen Mittel bekommen. Und das war nicht ganz einfach. Und dann habe ich, nachdem er dann nochmal gefragt hat, habe ich ungefähr ein halbes Jahr beide Jobs parallel gemacht. Und habe mich dann entschieden, zur Bundestagsgruppe in den Bundestag zu wechseln. Und das war geknüpft an zwei Punkte, über die wir lange diskutiert haben. Der eine Punkt war, die Bundestagsgruppe beantragt im Haushaltsausschuss finanzielle Mittel für die Heinrich-Böll-Stiftung und verzichtet auf die Gründung einer Robert-Havemann-Stiftung. Das war sozusagen, es gab noch einen weiteren Punkt und das war, ich mache diesen Job, aber wir konzentrieren uns auf die Vereinigung von Bündnis 90 und die Grünen.
dass die Gründung von Bündnis 90 notwendig werden würde, das war schon im Januar 1990 klar, weil sich da schon die Grünen in Ostdeutschland gegründet hatten und damit Voraussetzungen dafür geschaffen hatten, dass für diejenigen, die aus dem Bürgerrechtsspektrum kamen, die organisatorischen Voraussetzungen dafür geschaffen werden mussten, um mit den Grünen im Westen auf Augenhöhe verhandeln zu können. Ich will an dieser Stelle, den Namen von Werner habe ich schon genannt, einen weiteren Namen hinzufügen, weil die beiden für mich im Grunde genommen konstitutiv sind für das Zusammenwachsen und überhaupt für die Entstehungsgeschichte des Zusammenwachsens von Bündnis 90 Die Grünen. Das sind Petra Kelly und Werner Schulz. Petra Kelly hatte in den 80er Jahren eine nicht zu überschätzende Bedeutung für die öffentliche Wahrnehmung der Grünen weltweit, nicht nur im Westen, sondern auch im Osten. Sie war eine glaubwürdige Streiterin, insbesondere für Menschenrechte. Und wir hatten zu der Zeit schon zu vielen Menschen in der DDR Kontakt, auch wenn es keine persönlichen Begegnungen gab. Im August 1983 hat Bärbel Bohley Folgendes geschrieben an Petra Kelly. Das war ihr erster Brief und ihr erster Kontakt. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie sich anlässlich eines solchen Besuches auch für uns die Möglichkeit ergeben würde, Sie persönlich kennenzulernen. Das mit dem Besuch war gemeint die Einladung von Erich Honecker an die Grünen. Zwei Monate später waren wir dann bei Honecker und haben abends Bärbel Bohley in ihrer Wohnung besucht und am nächsten Tag Gerd Poppe, Ulrike Poppe. Wir haben da Wolfgang Templin und viele, viele andere getroffen. Und das war im Grunde genommen der Auftakt oder eine wesentliche Vertrauensbasis für alles, dann, was dann passierte. Ich will in meinem Beitrag betonen, dass das Zusammenwachsen von uns alles andere als selbstverständlich war. Und möchte euch aus diesem Zusammenhang zwei Sachen vorlesen. Und zwar, ich zitiere, der 17. Juni, also für die Jüngeren unter Ihnen, das war mal der Deutsche Einheitstag, also der Tag der Deutschen Einheit, verbunden mit einer Feierstunde im Deutschen Bundestag, im Gedenken an den Aufstand 1953. Ich zitiere, der 17. Juni offenbarte eine Wiederbelebung der kämpferischen Traditionen der deutschen Arbeiterbewegungen, aber er zeigte gleichzeitig auch die Unfähigkeit der Deutschen, eine gesellschaftliche Veränderung im Sinne eines menschlichen Sozialismus durchzuführen. Im Verlauf der Erhebung gewannen reaktionäre Kräfte die Oberhand und gaben der DDR-Führung Argumente in die Hand, die gewaltsame Unterdrückung der Volksbewegung propagandistisch abzusichern. 30 Jahre verlogenes Feiern zum Tag der Deutschen Einheit haben die historischen Chancen, ein blockfreies, neutrales Deutschland zu erreichen, verschüttet. Das ist eine Pressemitteilung der Grünen Bundestagsfraktion aus Juni 1983 zu dieser Veranstaltung. Die Grünen hatten damals angekündigt, dass sie an dieser Feierstunde im Bundestag nicht teilnehmen wollen, sondern eine eigene öffentliche Veranstaltung machen. Und dazu hatten sie eingeladen Roland Jahn, der einen Monat vorher im Mai 83 aus Jena ausgewiesen wurde, zusammen mit dem Ehepaar Rost. Nun war das Anfang der 80er Jahre. Ich will euch ein weiteres Zitat vorlesen. Und das ist etwas kürzer. Ich zitiere, der Arbeiteraufstand 1953 wurde im Kalten Krieg von westlicher Seite propagandistisch ausgeschlachtet und für antikommunistische Zwecke missbraucht.
Die Grünen fordern den 17. Juni im Westen als Feiertag abzuschaffen und stattdessen den 18. März in Erinnerung an die Revolution 1848 in Ost und West zu feiern. Das ist die Erklärung vom 17. Juni 1989, also wenige Monate vor dem Fall der Mauer, wo bereits monatlich 50.000, 60.000 Menschen die DDR verlassen haben. Als Bärbel Bohlen 1988 aus der DDR ausgewiesen wurde mit einer Rückkehroption, hat sie eine Zeit lang bei mir gewohnt in Bonn. Und sie konnte dann im Herbst ja wieder zurück. Und während der Zeit, wo sie in Bonn war, hat Petra Kelly sie eingeladen zu einer Fraktionssitzung. Und in dem ersten Teil wurden die parlamentarischen Punkte abgehandelt. Im zweiten Teil war Bärbel Bohlen, um zu berichten über die Situation in der DDR. Zu Beginn ihres Beitrags haben ungefähr die Hälfte der Abgeordneten und Mitarbeiter den Fraktionssaal verlassen. Aus verschiedenen Gründen, aber zusammenfassen kann man dies am einfachsten damit, dass einige sagten, wir wollen mit diesen revisionistischen Kräften in der DDR nichts zu tun haben. Insofern war es nicht so verwunderlich, dass wir 1990 und 1991 eine ganze Reihe von Parteitagen und Sonderparteitagen durchführen mussten, um zu klären, wie wir denn jetzt eigentlich zusammengehen. Es gab im April einen Parteitag in Hagen, im Ruhrgebiet, dann im Mai einen weiteren in Dortmund und im Herbst einen dritten in Bayreuth. Und erst in Bayreuth fiel die Entscheidung für ein Wahlbündnis im Dezember 1990 zusammen mit dem Bündnis 90. Davor hatten wir erbitterte Diskussionen, weil ein Teil, Marianne hat das erwähnt, weil ein Teil überzeugt war, dass es besser ist, mit der Nachfolgerorganisation der SED zusammenzugehen als mit den Bürgerrechtlern. Das war nicht die Mehrheit, aber es war eine sehr, also quantitativ gesehen, qualifizierte Minderheit. Insofern hat uns diese Geschichte insofern, also ich will damit sagen, es war alles andere als selbstverständlich. Und es musste diskutiert werden. Es musste vieles diskutiert werden, auch zunächst mal in den eigenen Reihen, völlig unabhängig von programmatischen oder auch lebensweltlichen Differenzen zwischen uns. Wenn wir uns erinnern, dann ist es ja immer auch die Frage, erinnern wir uns eigentlich nur an das, was war? Oder erinnern wir uns vielleicht auch an das, was nicht wurde? Und diese Frage beschäftigt mich im Zusammenhang mit der Asylfrage. Gestern Abend hatte die Bundestagsfraktion eingeladen zu einer Veranstaltung 40 Jahre Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag. Und es gab viele Gespräche über diese Frage und immer die Frage, wie siehst du das denn und so weiter und so weiter. Ich will jetzt gar nichts sagen zu der aktuellen Debatte. Ich will aber daran erinnern, dass wir Anfang der 90er Jahre, als sehr viel in Mittel- und Osteuropa zusammengebrochen ist, als der Krieg im Balkan war, dass wir eine Diskussion hatten in Deutschland, die sehr, sehr viel heftiger war als heute. Mit tätlichen Angriffen von Bürgern gegenüber Demonstranten, die das Asylrecht verteidigen wollten, mit körperlichen Verletzungen von Bundestagsabgeordneten, darunter auch Konrad Weiß und Wolfgang Ullmann. Heftigste Diskussionen. Und das Schreckliche daran ist, dass wir zum Beispiel 1992
ungefähr knapp 500.000, ich glaube 460.000 Asylanträge hatten, von denen 4,5% anerkannt wurden. Wir hatten darüber hinaus 660.000 Menschen, die einen Anspruch hatten auf Asyl oder deren Anspruch noch geprüft werden musste, wo Berge von Wartelisten waren. Und das ist 30 Jahre her. Und wenn man heute eine Antwort finden will auf die Frage, was ist denn eine realistische Lösung, dann lohnt es sich zu gucken in das, was die Bundestagsgruppe in der Zeit von 91 bis 94 erarbeitet hat, nämlich unter der Federführung von Konrad Weiß, von dem ich herzlich grüße, mit dem ich heute noch telefoniert habe und der bedauert, heute nicht dabei sein zu können. Der Konrad Weiß hat damals zusammen mit seinen Kolleginnen und Kollegen ein Dreierpaket geschnürt. Ein neues Asylgesetz, ein Staatsbürgerschaftsrecht und ein Flüchtlingsgesetz. Und es ging darum, deutlich zu machen, dass wir unbedingt eine Regelung brauchen für einen geregelten Zuzug. Dass wir nach der Genfer Flüchtlingskonvention die Türen öffnen, aber gleichzeitig auch so öffnen, dass sie uns nicht überfordern. Wir haben diese drei Gesetze auf einem Parteitag im Mai 1993 in Berlin diskutiert und sind als Bundestagsgruppe damit gescheitert, weil die Debatte bei den Grünen so verlief, dass sie nicht als Möglichkeit der Gestaltung gesehen wurde, sondern als Verhinderung von offenen Grenzen. 30 Jahre her. Das Schlimme ist, dass wir in dieser ganzen katastrophalen Situation vom Mittelmeer bis hin zu den Menschen, die in Nigeria und anderen Ländern einfach vom Wüstensand sozusagen zugeschüttet werden, dass wir selbst Teil dieses ganzen Prozesses sind. Auch wenn wir von unserem Bekenntnis her natürlich nicht diese Position vertreten und das nicht wollen, aber de facto sind wir mitverantwortlich, egal ob Regierende oder als Opposition. Und dass aus der Mitte der ostdeutschen Bundestagsgruppe heraus ein solcher Vorschlag gekommen ist, wie auch eine Neupositionierung grüner Außen- und Menschenrechtspolitik, vor allen Dingen vor dem Hintergrund des Bosnienkrieges, hat für mich viel damit zu tun. Und das ist das eigentlich Interessante, das eigentlich Wertvolle daran, dass wir heute sagen können, jetzt sind wir bei 30 Jahren zusammen und wir haben viel voneinander gelernt. Das ist die Erfahrung, dass Menschen in Diktaturen aus einer Lebenserfahrung heraus Politik machen, während wir im Westen eigentlich vor allen Dingen bekenntnisorientiert gearbeitet haben. Wenn wir die richtige Meinung hatten, wenn wir dafür die Mehrheiten organisiert haben, wenn wir tolle Programme geschrieben haben, dann waren wir eigentlich immer auf der richtigen Seite. Kurzfristig auch mal unterbrochen, dadurch, dass wir nicht in den Bundestag gewählt wurden. Das war ein wichtiger Bug vor den Schuss. Oder Schuss vor den Bug. Aber das ist für mich sozusagen im Grunde genommen das Substrat, dass wir, und das sieht man auch mit Blick auf Nord Stream 1, nicht erst Nord Stream 2, auch Nord Stream 1, aber auch die Entwicklung in der Ukraine seit 2014, Menschen mit einer Perspektive aus totalitären Staaten, und damit meine ich nicht nur Mittelosteuropa, Russland, sondern ich meine auch, und beziehe mich da auf meine eigene Erfahrung in den 70er, 80er Jahren, Südafrika, Brasilien, Chile, Argentinien. Menschen mit Erfahrungen in der Diktatur haben eine andere Substanz, die anders gesellschaftlich gestalten kann. Und wir tun gut daran, dass wir als diejenigen, die diese Lebenserfahrungen nicht haben, darauf mehr und stärker zu hören. Vielen Dank.
Vielen Dank, Lukas Beckmann. Eine Frage ans Publikum. Gibt es Nachfragen zu den beiden Statements? Noch keine Kommentare, keine Äußerungen und keine Diskussionsbeiträge. Das machen wir gleich in einem Fishbowl. Aber Nachfragen, Verständnisfragen, manchmal kann das ja passieren, dass etwas unklar blieb nach Vorreden. Ich schaue hier ins Publikum. Das ist nicht der Fall. Dann würde ich Sie beide, Frau Birtler und Herr Beckmann, schon mal in die Fishbowl bitten. Und auch noch Frau Göring-Eckert und, wo ist er? Herr Schikowski, kommen Sie schon mal dazu. Wir starten gleich unsere Runde. Ja, setzen Sie einfach auf die beiden blauen. Ja, blau, das sollte noch frei bleiben, weil das hat was mit der, mit den Kameras zu tun und auch, dass das Publikum dann hier dazukommen kann. Wunderbar. So, es geht gleich los mit der Diskussion, aber ich möchte natürlich Sie beide noch vorstellen. Muss ich eigentlich auch nicht, aber natürlich werden Sie vorgestellt. Katrin Göring-Eckert, Bundestagsvizepräsidentin. Ich sagte es am Anfang schon das zweite Mal. Sie waren es schon mal von 2005 bis 2013 in Friedrichsrode in Thüringen geboren, dort damals im Landesverband Thüringen und Referentin für Frauenpolitik in der Landtagsfraktion und ab 1995 mit Unterbrechungen Landessprecherin. Ab 1998 im Bundestag, dort unter anderem parlamentarische Geschäftsführerin, gesundheitspolitische Sprecherin der Fraktion von 2002 bis 2005 neben Christa Sager und von 2013 bis 2021 neben Toni Hofreiter Fraktionsvorsitzende. Dann, also viele Funktionen, dann auch war sie auch noch Präses der EKD-Synode. Frau Göring-Eckert, herzlich willkommen. Und rechts, Entschuldigung, ich muss mal einen Schluck Wasser trinken. Florian Schikowski, er ist Historiker am Leibniz-Zentrum für zeitgeschichtliche Forschung in Potsdam. Er ist in Wurzen geboren und absoluter Kenner der Vereinigungsgeschichte von Bündnis 90 Die Grünen. Denn er promoviert dazu. Und der Titel seiner Promotion lautet wie folgt: Übernahme auf Augenhöhe, die Fusion von Bündnis 90 Die Grünen. Wie zutreffend oder wie provokant der Titel ist, das diskutieren wir ja gleich. Übrigens die Promotion wird von der Heinrich-Böll-Stiftung gefördert. Und seit diesem Jahr ist er noch wissenschaftlicher Mitarbeiter im Stasi-Unterlagenarchiv im Editionsprojekt Die DDR im Blick der Stasi. Herzlich willkommen, Herr Schikowski. So, ein verehrtes Publikum, Sie müssen noch mal ganz stark sein, denn jetzt haben natürlich Frau Göring-Eckert und Herr Schikowski auch noch mal die Möglichkeit, kurz etwas zu sagen, aber kurz. Bitte schön, Frau Göring-Eckert. Ich darf jetzt sagen, was ich will, sozusagen? Ja. Also dann mache ich drei Punkte. Bei dem ersten, weil ihr das alle noch in Erinnerung habt, schließe ich an das an, was Lukas zum Schluss gesagt hat. Die Frage von Flucht und Einwanderung, die uns heute ja sehr intensiv beschäftigt. Ich habe nämlich mich mit diesen Dokumenten noch mal befasst von vor 30 Jahren, von den Vereinigungen, weil ich ja auch Teil dieser Verhandlungsgruppe gewesen bin und habe gefunden, dass es auf der einen Seite diesen Antrag von Konrad Weiß und anderen gab. Und es gab aber auch eine Diskussion über die Frage, ob wir nicht ein Einwanderungsgesetz brauchen. Und die westdeutschen Grünen waren damals der festen Auffassung, dass ein Einwanderungsgesetz überhaupt nicht geht, weil dann ginge es ja darum, dass die Leute kämen, die wir brauchen. Und nicht die Leute, die uns brauchen, sozusagen. Und das war eine relativ große Debatte und auch das wurde übrigens abgelehnt. Also die Bündnis 90 Leute waren mit mir gemeinsam der Auffassung, das muss doch selbstverständlich sein, dass Einwanderung selbstverständlich ist, damit Integration und so weiter und so fort. Und das war eine der Debatten, die uns noch sehr, sehr lange beschäftigt hat. Heute
haben wir gerade einen Staatsangehörigkeitsrechtsgesetzentwurf auf dem Tisch und natürlich einen Einwanderungsgesetzentwurf und einen Fachkräfteeinwanderungsgesetzentwurf und. Also da sind wir sehr weit. Und auch bei der Frage Flucht, ich will das einmal sagen, weil du hast sozusagen gesagt, offene Grenzen versus. Bei offenen Grenzen sind wir ja schon seit vielen Jahren nicht mehr. Und ich glaube, das muss man einmal sagen, weil diese Zuschreibung, nicht von dir, aber sie begegnet mir jedenfalls sehr häufig. Die Grünen sind ja für die offenen Grenzen, das kann nicht funktionieren. Nein, wir haben uns ehrlich gesagt im lutherischen Sinne gekrümmt in den letzten Jahren, auch um eine realistische Antwort zu geben auf genau diese Frage. Also was ist mit Registrierung? Was ist mit Verteilung? Was ist damit, dass Menschen zurückgeschickt werden müssen, wenn sie kein Recht auf Asyl haben bei uns? Und wie schnell macht man das? Lässt man die irgendwie erstmal jahrelang warten und geht es dann nicht weiter? Das ist mir wichtig, weil ich glaube, wir sind an sich bei einer ziemlich realistischen Politik angelangt. Aber wir haben offensichtlich in der Bundesrepublik Deutschland, und da bin ich wieder völlig bei dir, einen Kulturkampf um diese Frage. Ein Kulturkampf, der immer mit Sorge, und da bin ich bei Marianne, davor zu tun hat, dass es irgendwelche Veränderungen geben könnte. Und dass man möglicherweise sogar Veränderungen im eigenen Leben hat. Das ist der zweite Punkt, den ich ansprechen will, weil wir sind, glaube ich, in unserer kleinen DDR-Opposition, die ja sehr überschaubar war und die auch nicht nur in Berlin stattgefunden hat, das muss ich noch einmal sagen, nachdem ich diesen Film gesehen habe, sondern es gab auch so ein paar Leute wie mich aus der Provinz, aber auch viele, viele andere. Und wir haben uns nach nichts mehr gesehnt als nach Veränderung. Und wir haben wirklich gedacht, das wollen alle anderen auch. Weil diese Sehnsucht und dieser Enthusiasmus für Veränderung so gigantisch war. Und er hatte mit Freiheit zu tun und mit der Möglichkeit zu denken, zu lesen, zu sagen, was man will, auch mit Reisefreiheit. Mir persönlich war es nicht so wichtig, aber es gab natürlich viele, die die Welt sehen wollten und die sie in freier Weise betrachten wollten. Und deswegen, und das ist, glaube ich, eine Kulturfrage auch immer gewesen, in der Diktatur aufgewachsen zu sein, hieß, der Wert der Freiheit stand und steht oft über allen anderen Werten. Und das heißt nicht, dass Solidarität weniger wichtig ist, aber Solidarität und Freiheit. Das heißt gerade nicht, dass Ökologie weniger wichtig ist, weil die ökologische Frage und die Freiheit haben ja nicht erst seit dem Verfassungsgerichtsurteil so eng miteinander zu tun, sondern eigentlich schon immer. Eva van Rediger hat gerade ein, wie ich finde, sehr kluges Buch über Bleibefreiheit geschrieben. Da geht es genau um diese Frage, ne? Wo kann man eigentlich bleiben in dieser sich so krass ökologisch verändernden Welt? Also der zweite Punkt, die Freiheit, das für mich jedenfalls alles Entscheidende. Und darunter würde ich auch immer sagen, da bewegt sich unheimlich viel. Und deswegen für nächstes Jahr schon mal die herzliche Bitte, diese Freiheit ist erobert, erstritten, erkämpft. Und ich habe so sehr den Wunsch, dass jedenfalls alle in diesem Raum nicht immer Mauerfall sagen, als wäre das Ding irgendwie zusammengefallen, in sich quasi, weil es porös war. Es war auch porös, aber es ist eingestürzt worden. Dieses Bauwerk ist eingestürzt worden. Und deswegen ist es so wichtig, klar zu machen, wo kommen wir her? Und ja, das haben wir geschafft. So, und das Dritte. Ich hatte irgendwie vorhin ganz, ganz viele Gedanken bei all dem, was ihr erzählt habt. Aber das Dritte, was ich hier am Anfang sagen will, das ist die Frage der politischen Kultur. In diesem Grundkonsens gibt es einen bemerkenswerten Satz, der dann am Schluss noch 5-mal verändert worden ist. Es gab ihn im Entwurf, da hieß es, wir wenden uns gegen die Methode der bewusst missverstehenden Unterstellung. Jetzt wissen ja alle, die Politik machen, dass diese Methode der bewusst missverstehenden Unterstellung sozusagen das Handwerkszeug schlechthin ist. Ja, das muss man ja immer machen, damit man irgendwie sagen kann, wie schlimm, dass du das und das und deswegen. Aber wir wollten das und wir wollten noch was anderes. Wir wollten ernst nehmen, was die anderen sagen und denken, so blöd wir sie auch fanden oder so revisionistisch oder so, keine Ahnung, alles Mögliche. Und deswegen ist diese Frage von Bündnispolitik ernsthaft gemeint gewesen. Wir sind davon ausgegangen, und ich würde mal für uns in Anspruch nehmen, wir gehen das noch heute, die anderen könnten auch Recht haben. Es ist eine revolutionäre Sache, dass man davon ausgehen kann, dass die anderen auch Recht haben könnten, aber sie ist existenziell für eine Gesellschaft, in der sich so unfassbar viel trennt, zertrennt, auseinanderbewegt, sich gegenseitig diffamiert, unterstellt und so weiter. Und damit meine ich nicht einmal irgendwie natürlich gesagt, dass die AfD jetzt Recht haben könnte. Nicht.
Aber ich glaube, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo wir die Frage, was denken eigentlich die anderen, die außerhalb unserer Bubble sind, die ganz anders reden als wir, ja, die irgendwie ganz andere Erfahrungshorizonte haben als wir. Was denken die eigentlich? Und könnte es sein, dass sie recht haben? Oder könnte es sein, dass wir verstehen müssen, dass sie auch heute überhaupt keinen Bock oder keinen Bock mehr nach 30 Jahren immer wieder Veränderung haben darauf, dass sich jetzt nochmal alles ändern muss oder wird? Und wie gehen wir damit um? Sagen wir, tut uns leid, ist jetzt so, ist irgendwie die Vorgängerregierung schuld, 16 Jahre alles schlimm gewesen, deswegen müssen wir jetzt ganz schnell dies und das machen und es ist ja richtig, dass wir das tun müssen. Oder befassen wir uns damit, wie die eigentlich leben, denken, ticken und was denen Stress macht. Und ich möchte gerne, dass wir uns dass wir dieser Frage nicht ausweichen. Da geht es um Sprache, da geht es um Politik, da geht es um Leben, Privates. Also wir reden nicht nur über die Erderwärmung, wir reden jetzt auch über die Wohnzimmererwärmung. Und die Wohnzimmererwärmung scheint manche Leute gerade mehr zu beschäftigen als die Erderwärmung. Und ich kann das doof finden oder falsch, aber ich muss ernst nehmen. Soweit von mir. Vielen Dank. Hallo. Ich habe jetzt die schwierige Aufgabe, das irgendwie als historischer Beobachter oder Historiker einzuordnen. Und ich würde irgendwie einen Schritt zurückgehen gerne und irgendwie so ein paar Sachen aufnehmen, die angedeutet wurden. Was mir, glaube ich, wichtig ist, um zu verstehen, jetzt zurück zu diesem Jubiläum vor 30 Jahren, die Assoziation von Grünen und Bündnis 90 ist allein, was schon angedeutet wurde, die Geschichte des Bündnis 90, wenn wir die jetzt heute hier in dieser Runde diskutieren oder in dieser Konstellation, dann sind wir halt natürlich in der Situation, dass hier nur die Leute sitzen, die irgendwie dabei geblieben sind erstens und die es zweitens irgendwie ganz gut finden, wie es gelaufen ist aus der heutigen Sicht. Ich glaube aber, um zu verstehen, diesen Prozess historisch, dann sind eben die, die schon erwähnt wurden, die diesen Weg nicht mitgegangen sind, die auch teilweise schon im Video zu sehen waren ganz am Anfang. Ich glaube, die muss man dazu mit in den Blick nehmen, wo und warum diese Leute rausgegangen sind aus dem Weg. Also jetzt, wenn man jetzt so eine Figur wie Bärbel Bohlein nimmt, die natürlich schon erwähnt wurde, die 1983, 84 so eng mit Petra Kelly befreundet war und in Kontakt gesucht hat. Und als sie dann in den Westen durfte, 1988, hat sie im Prinzip nichts anderes gemacht, als sich mit Grünen zu treffen und sich in grünen Kontexten zu bewegen. Und als dann die Mauer aufging oder umgestoßen wurde, dann war sie diejenige, die alles dafür getan hat, nichts mit den Grünen zu tun zu haben, wollen erstens und zweitens die auch das gemeinsame Projekt Bündnis 90 abgelehnt hat und lieber mit dem neuen Forum ihre wahren Bürgerbewegungsideale verteidigt hat und eben wenig bereit war, Kompromisse im politischen System der Bundesrepublik irgendwie einzugehen und sich parteiförmig zu organisieren und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, ein Punkt, den man irgendwie verstehen muss. Und da bin ich halt beim Zweiten, was ich sagen will, ist eben diese Idee vom Bündnis 90, ist eben diese Bündnisidee des Zusammengehens. Und wenn wir uns aber die Geschichte des Bündnis 90 angucken, dann ist es eigentlich eine kontinuierliche Geschichte der Spaltung und der Trennung und des Austretens von Leuten, der man dann immer diese politische Deutung der Einheit des Bündnisses entgegengesetzt hat. Also wenn wir im Film vorhin gesehen haben, Konrad Weiß, der auf dem Dach steht und sagt, endlich vereinigen wir alle unter einem Dach. Und da ist aber eben jemand wie Bärbel Bohlei schon lange nicht mehr dabei gewesen. Aber auch Angelika Barbe war da in dem Film zu sehen, die ja auch bei der SPD war, zu dem Zeitpunkt schon lange. Also das sind, glaube ich, so zwei Punkte, die ich erstmal als Input geben würde. Vielen Dank. Ja, es ist schon so wahnsinnig viel gesagt worden und ich musste mein Fragekonzept ein wenig umstellen, weil schon so viel erzählt worden ist. Aber ich möchte mal mit einer provokanten Frage einsteigen. Herr Beckmann, da schaue ich Sie an. Müssen die Grünen nicht den Bündnis 90 Leuten auf ewig dankbar sein? Denn Sie sagten es vorhin. 1990 bei der Bundestagswahl haben die Grünen den Sprung über die 5%-Hürde nicht geschafft, Bündnis 90 aber schon. Und dann kam die Vereinigung und die Grünen kamen wieder in den Bundestag. Müssen die Grünen nicht dankbar sein auf ewig? Den
alten BürgerrechtlerInnen? Nein. Warum nicht? Sie sollten sie einfach ernst nehmen. Es geht nicht um Dankbarkeit. Natürlich war das super, dass Bündnis 90 reingekommen ist, aber die Grünen sollten auch den Wählerinnen und Wählern dankbar sein, dass sie 1990 nicht in den Bundestag gewählt worden sind. Denn sie hätten es möglicherweise sonst nicht überlebt. Mit der Position, die sie damals hatten zum europäischen und zum deutschen Einigungsprozess. Insofern war auch das ein Glücksfall aus meiner Sicht. Ich weiß, dass das nicht alle teilen. Aber wir haben es gibt natürlich, es gibt vielen Menschen, denen wir Dank schulden, aber nicht der Partei oder der Organisation oder denen wir Respekt schulden. Und das sind ja sehr viele. Einige Namen habe ich genannt, aber es ist ja, viele Grünen im Westen haben erst nach Öffnung der Mauer verstanden, unter welchen Privilegien sie im Westen sich politisch engagiert haben. Viele von uns dachten, wenn sie auf einer AKW-Demonstration sehen und aus 10 Meter Entfernung einen Schäferhund sehen, dann leben sie schon im Polizeistaat. Während diejenigen, die im Osten Politik gemacht haben und ihren Mund aufgemacht haben, die haben viel riskiert. Die haben das Zerbrechen von Familien riskiert. Die haben riskiert, dass sie ins Gefängnis gehen. Sie haben riskiert, dass sie ihren Beruf verlieren. Das sind die Unterschiede. Und ich persönlich muss sagen, dass ich in dem Zusammenhang auch ganz unabhängig von Ostdeutschland, also von Persönlichkeiten wie Milan Horacek, der aus der Tschechoslowakei geflohen ist, einfach wahnsinnig viel gelernt habe. Und auch mit den Zuordnungen und Einordnungen, natürlich sind Bürgerrechtlerinnen und Bürgerrechtler auch Menschen. Sie sind nicht nur Bürgerrechtler. Das gilt auch für Bärbel Bohley. Für Bärbel Bohley, sie war auf der einen Seite, hat sie das Bündnis mit dem Bündnis nicht unterstützt. Das hatte viele Gründe, auch sehr persönliche. Hatte auch viel damit zu tun, dass Petra Kelly nicht auf die Liste gewählt worden ist in Bayern beziehungsweise in Hessen später. Aber in diesem Zusammenhang ist auch wichtig, und das bitte ich nicht fehl zu interpretieren, als wenige Tage nachdem Václav Havel Präsident wurde, haben wir Silvester gefeiert, mit Milan und auf Tischen getanzt, und Dienstbier war Außenminister, Havel war Präsident. Und das war einfach eine wunderbare gesamteuropäische Feier mit vielen Bürgerrechtlern aus vielen europäischen, westeuropäischen, osteuropäischen Ländern. Und als wir abends nach Hause gingen zum Wenzelsplatz, bitte? Morgens, ja. Früh morgens. Es war schon eigentlich schon der nächste Tag. Als wir nach Hause gingen und dann über die Brücke gelaufen sind, über die Karlsbrücke, da ging ich mit Bärbel rüber. Und niemand von uns hat mehr gesprochen. Aber Bärbel drehte sich um und schaute auf die Burg. Und sagte, Lukas, ich glaube, wir hätten das doch machen müssen. Und damit sprach sie unseren Konflikt an. Ich habe damals gesagt, ihr müsst die Macht ergreifen, ihr müsst die SED verbieten. Die Macht liegt auf der Straße und wer sie nicht ergreift, macht sich schuldig. Und Bärbel ist davor zurückgezuckt, weil sie gesagt hat, wir haben die Leute nicht. Während andere der Meinung waren, ich auch. Wenn die Situation da ist, dann kommen die Menschen, die es können und die es machen. Insofern ist alles nicht so ganz eindeutig. Bleiben wir mal bei dieser Uneindeutigkeit. Wir haben vorhin zum Anfang im Film gesehen, da sagte Antje Vollmer, dass sie sich wünscht, dass die BürgerrechtlerInnen, also von Bündnis 90, ihre Positionen nicht aufgeben in der gemeinsamen Partei. Ist das denn gelungen, Frau Göring-Eckardt? Also ich glaube, das ging damals vor allen Dingen um die Verhandlungssituation. Und in der Verhandlungssituation würde ich sagen, da haben wir ganz schön wenig aufgegeben. Also wir haben ziemlich hartnäckig diskutiert. Wir haben uns manchmal überzeugen lassen und manchmal halb zog sie ihn, halb sank sie hin so.
Aber wir haben schon viele unserer Positionen durchsetzen können. Und also bei der Frauenquote, das ist ja ein ganz gutes Beispiel, meiner hat das vorhin erzählt, dann gab es irgendwie so zwei Gebiete. In der einen war es ein bisschen anders als in der anderen am Schluss. Ich gehörte später zu denen, die das ganz gut fanden mit der Frauenquote. Ich war so eine Konvertitin. Ihr wisst, das sind immer die Schlimmsten am Ende. Und Antje hat glaube ich, vor allen Dingen gesagt, jetzt lasst euch nicht einkaufen, lasst euch nicht überstimmen, bleibt gerade. Und das waren zum Teil auch wirklich extrem harte Debatten um alles Mögliche. Also ich habe so gemerkt, wir haben manchmal uns gar nicht verstanden, obwohl wir die gleiche Sprache gesprochen haben. Das ging sicherlich vor allen Dingen mit uns so mit ideologischen Positionen des damals eher linken Flügels, ja, weil wir das nicht kapiert haben, wie man das, was wir gerade noch im Marxismus-Leninismus-Unterricht gelernt hatten und wirklich falsch fanden, jetzt plötzlich wieder von der anderen Seite aus der Freien Bundesrepublik gehört haben und sollten das jetzt doch wieder gut finden. Oder dass wir vielleicht doch in einem Staat gelebt hätten, in dem eigentlich ganz viele Sachen ganz toll waren, die Gleichberechtigung der Frau und das mit den Kindergärten und so. Und wir fanden es aber nicht toll, weil es war ja eine Diktatur und es war verordnet und es war nicht lustig. Und deswegen gab es, finde ich, diese Aufforderung zu Recht. Aber sie hatte auch noch was anderes. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man das Antje direkt unterstellt, aber ich habe wirklich bei vielen Westgrünen erlebt, dass sie doch fanden, dass die eine oder andere Position, die sie nicht durchsetzen konnten, dann vielleicht ganz gut bei uns geparkt wäre, damit man sozusagen um die Ecke sie dann doch durchsetzen könne. Und auch das war natürlich ein Teil davon so. Und bei manchen Dingen sage ich heute, ja super, das war ja auch richtig. Und ein Teil vielleicht einmal noch herausgegriffen, der schon eine Rolle spielte, das war die Friedens- und Menschenrechtspolitik. Und wir waren uns da einig untereinander, ziemlich einig und ziemlich sicher, wie wir das wollen. Und wir haben uns gequält. Wir haben 1992 einen Brief geschrieben, Gerd Poppe, Marianne, ich stand da mit drauf, Wolfgang Templin, glaube ich auch, an die Friedensbewegung wegen des Balkankriegs, weil wir fanden, ich wusste es auch nicht mehr, also nicht, dass du denkst, so, ne? Und es ist wirklich sehr spannend. Wir haben damals Blauhelm-Einsätze gefordert und dass man eine Verantwortung hat und so weiter. Wir haben nicht an die Grünen geschrieben, sondern wir haben an die Friedensbewegung geschrieben, weil wir fanden, da muss es eine Weiterentwicklung geben. Und diese Position hat es natürlich auch bei den Grünen West gegeben, aber sie war eine, Lukas, weiß nicht, du kannst das besser sagen, eine absolute Minderheitenposition. Und die Parteitage kamen ja dann später. Also insofern, diese Frage bezog sich, glaube ich, vor allen Dingen auf die Verhandlungssituation. Und wie oft sind wir gefragt worden, ist jetzt das Bündnis 90 verschwunden in den Grünen oder diffundiert oder was auch immer? Ich würde immer sagen, nein. Also wir sind doch so viel länger zusammen, heute erst recht, als wir getrennt sind. Und natürlich sind die ostdeutschen Landesverbände nicht stark und mächtig. Das ist so, weil wir nach wie vor sehr, sehr wenige sind. Aber dass der Bündnisgedanke für uns heute wieder so zentral ist, dass wir auf vieles zurückgreifen können, was damals gedacht und gemacht worden ist. Und weil die Bündnisleute das irgendwie immer durchgetragen hätten, sondern weil wir es auch gemeinsam weiterentwickelt haben. Ich finde, das ist jedenfalls auch eine Erfolgsgeschichte. Da müssen wir uns echt nicht verstecken. Ich habe gleich mal dazu eine Nachfrage, weil Sie auch auf den Namen fokussiert haben. Wir sind eine Vereinigungsgeschichte. Wenn wir heute von den Grünen sprechen, oder ich sage es ja selber schon, man sagt sehr selten Bündnis 90 Grün, sondern man sagt die Grünen. Da verschwinden häufig, manche Medien machen das auch, also nicht zu knapp, da verschwinden dann Bündnis 90. Sind Sie da sauer, Frau Büttler? Sauer ist nicht der richtige Ausdruck, aber mir ist sehr bewusst, dass ich immer von den Bündnisgrünen spreche. Und wenn die Gelegenheit da ist, dann verbessere ich das auch oder frage nach oder so. Also mir ist das schon wichtig, nicht nur, weil ich aus dem Bündnis 90 komme, sondern zum einen, weil das unsere Geschichte ist und zum anderen, weil es sich allmählich auch mit einer anderen Bedeutung füllt. Also Bündnispartei wollen wir ja nicht nur sein, weil es mal ein Bündnis 90 gab, sondern da ist auch ein inhaltlicher Anspruch mit verbunden oder ein strategischer, wenn man so will. Also von mir aus könnten wir jetzt auch als Partei die Bündnisgrünen heißen
und nicht Bündnis 90 die Grünen. Aber da bin ich jetzt nicht so leidenschaftlich. Kann ich mir aber vorstellen. Da gibt's Applaus. Herr Schikowski, der Historiker in Ihnen, was sagt der? Wie viel Bündnis Grünen, wie viel Bürgerrechtlerinnentum von Bündnis 90 steckt in der heutigen Partei Bündnis 90 die Grünen? Also ich glaube, das kann man gar nicht mit einem Satz so sagen. Das Problem ist, man muss sich, glaube ich, vorstellen, man darf sich nicht vorstellen, dass es eine statische grüne Partei gab und dazu kam dann ein statisches Bündnis 90 dazu, sondern ich glaube, dass die Grünen waren Ende der 80er, Anfang der 90er, haben einen ziemlich fundamentalen Reformprozess durchgemacht, auch durchmachen müssen, einfach weil sie aus dem Bundestag rausgeflogen sind. Das hat sozusagen das Möglichkeitsfenster geöffnet, um die Partei zu reformieren. Und es ist eben nicht nur der Assoziationsvertrag von 93, der die Partei so verändert hat. Grünen-Mitglieder und Zeitzeugen werden sich unter dem Stichwort Neumünster erinnern, an was und Bilder vor Augen haben. Das ist der Parteitag im Jahr 1991, also ziemlich genau 6 Monate nach der Bundestagswahl, die für die Grünen gescheitert ist. Als der Jutta-Ditfurth-Flügel die Partei verlassen hat. Und eigentlich war das symbolisch so das Ende der klassischen Fundis in der Partei. Und in diesem Reformprozess, der damit eben nicht abgeschlossen war, sondern eigentlich losging, in diesem Reformprozess spielt eben die Auseinandersetzung mit dem Bündnis 90 eine Rolle. Und das hatte auch eine Funktion und hat dann, und in diesem Moment konnten dann eben diese Bündnis 90 Akteurinnen und Akteure da größeren Einfluss vorübergehend ausüben, als ihnen eigentlich von den Machtverhältnissen, wenn man sich Mitgliederzahlen und so anguckt, irgendwie zugestanden hätte. Das hat sich das ist aber auch nicht, dass da irgendwie man jetzt einen Standpunkt hat, das war jetzt der Bündnis 90 Standpunkt und der traf auf einen anderen grünen Standpunkt. Sozusagen gerade in dieser Friedens- und Menschenrechtsfrage, da gab es eben schon Leute wie Lukas Beckmann auch schon vorher bei den Grünen, die da halt irgendwie Kooperationspartner waren, die sich dann halt zusammengetan haben zwischen Ost und West. Und da verschwamm dann halt auch relativ schnell in den Sachdebatten eben diese klaren Linien zwischen Bündnis 90 auf der einen Seite und Grünen auf der anderen Seite. Und ich glaube aber, dass eben in dieser Phase zwischen 1989 und Mitte der 90er Jahre. Da ist eben aus dieser Partei eine Partei geworden, die irgendwie regierungsfähig auf Bundesebene ist und da irgendwie auch den Machtanspruch hat, mitregieren zu wollen und das Land mitgestalten zu wollen, auch aus der Regierung heraus. Und das hat sich zum absoluten Konsens durchgesetzt in der Partei. Und da spielte eben diese Annäherung mit dem Bündnis 90 eine Rolle punktuell. Die Sache ist aber, wie viel Bündnis 90 steckt heute noch in der Partei. Gleichzeitig ist das Bündnis 90 selbst, wie es 1991 wir im Film gesehen haben, natürlich ein absolutes Generationenprojekt. Also jemand, der jetzt in einem Landesverband im Osten politisch sozialisiert wird, neu, wird kaum irgendwie diese Bündnis 90 vielleicht inhaltlich Punkte teilen, aber diese Geschichte ist schwer, weil eben zum Bündnis 90 damals gehörte schon der Nimbus, Teil des revolutionären Herbstes 89-90 gewesen zu sein. Und davon zehrten die Figuren auch dann in der gemeinsamen Partei. Das war sozusagen ein politisches Kapital, was man einbringen konnte. Ich habe jetzt gelesen, ein Spiegel-Porträt von 1998, kurz bevor Katrin Göring-Eckardt im Bundestag eingezogen ist, da war das ja auch schon alles 8 Jahre, 9 Jahre her. Das kam nicht ohne aus, dass über die anschaulichen Erzählungen, wie das jetzt in den Kirchen im Herbst 89 war, als die Volkspolizei vor den Kirchen aufgefahren ist und so. Also das war ein Teil der politischen Legitimation, dass man diese Erfahrung hat. Und das ist natürlich schwerlich irgendwie für jüngere Generationen nachzuleben oder aufzuholen. Darf ich dazu noch eine Ergänzung machen? Also Identitäten entstehen ja nicht nur durch die eigene persönliche Herkunft. Das wäre ein bisschen dünn, also für eine Herkunft, von der man sich entweder absetzt oder mit der man sich identifiziert, sondern auch durch Traditionslinien, Grundwerte und so.
denen man sich zuordnet im Laufe auch eines Prozesses. Und deswegen glaube ich, ist das nicht unbedingt entscheidend, wer war denn wirklich damals Teil der DDR-Opposition. Das ist schon ein Grundstock. Aber ich kenne manche, die sozusagen dieser Tradition inzwischen ganz untreu geworden sind, um mal dieses altmodische Wort zu benutzen. Und andere wiederum, die sich damit identifiziert haben und damit auch in ihrem Leben oder in ihren politischen Ansichten diese Werte auch verwirklichen und praktizieren. Und in diesem Sinne glaube ich, dass von Bündnis 90 in dieser gemeinsamen Partei eine ganze Menge vorhanden ist, was allerdings wechselseitige Lernprozesse betrifft. Ich bin ja auch grüner geworden in dieser Zeit seitdem. Und viele, die ich kenne, haben, glaube ich, ein anderes Verständnis von dieser Bürgerbewegung, der sie sich irgendwie nachträglich auch zugehörig fühlen, gewonnen. Bevor wir darüber reden, was Bündnis 90 und die Grünen wechselseitig voneinander gelernt haben, würde ich nochmal eine Nachfrage stellen mit dem Blick auf heute. Ja? Spielt denn heute, Frau Göring-Eckert, spielt heute Bündnis 90 oder das, was Bündnis 90 damals wollte, in den aktuellen Diskussionen überhaupt noch irgendeine Rolle? Oder gibt es dieses Ost-West, ich will gar nicht sagen Gefälle, aber dieser Ost-West-Unterschied, der damals da war, gibt es den heute eigentlich noch? Also ich würde zwei Dinge vielleicht. Wir haben zum ersten Mal vor ein paar Wochen in Leipzig diese 30 Jahre unbeschwert gefeiert. Warum sage ich unbeschwert? Weil es vorher eigentlich immer so ein bisschen verkrampft war. Man hat immer vorher gedacht, oh Gott, was passiert jetzt hier wieder? Interessiert das überhaupt jemanden? Und das, in Leipzig war das anders. Also mein Gefühl, ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich hatte zum ersten Mal das Gefühl, das ist wirklich so gemeint. Also das wollen wir jetzt wirklich feiern, dass wir so lange zusammen sind und dass wir irgendwie, ne, 30. Hochzeitstag, da ist ja immer einiges passiert so im Leben schon. Und das war aber so wie, wir können uns erinnern, warum wir uns ineinander verliebt haben, wenn man das so vielleicht so. Passt ja nicht, wisst ihr schon. War ja harte Arbeit. Und das ist das eine. Und das andere ist, es haben jetzt schon verschiedene Leute gesagt, das ist ja nicht statisch. Also man kann jetzt nicht sagen, das ist damals gewesen und dann bis heute geblieben. Ne, wir haben uns miteinander zum Glück entwickelt. Und ich habe irgendwie viele Verbündete gefunden für Positionen, die bei den westdeutschen Grünen sozialisiert waren oder auch bei den ostdeutschen Grünen. Und ich habe Positionen mit anderen Ostdeutschen entwickelt. Was wir, glaube ich, was uns schwerfällt in diesen Zeiten, aber das liegt jetzt auch nicht daran, dass so wenig übrig geblieben wäre, was uns schwerfällt, ist, glaube ich, mit der heutigen Situation in Ostdeutschland umzugehen. Also die Demokratiegefährdung, die wir da gerade erleben. Und das dem zu begegnen mit nicht so vielen Menschen, die in unserer Partei sind und jeden Tag darum kämpfen, dass das gelingt. Das ist das, was uns gemeinsam schwerfällt. Das haben wir aber nicht anders als die Sozialdemokratie oder andere. Und wie uns das gelingen kann, ich habe ja vorhin was gesagt über diese Frage von Veränderungen. Was bedeutet das? Mich erinnert es manchmal an die Zeiten nach der Volkskammerwahl, ne, wo man so verdattert war erstmal und dann sich auch gefragt hat, wie können wir eigentlich aus dieser Minderheitsposition heraus die Veränderungen machen, die wir jetzt machen müssen. Und ich glaube, dass wir als Bündnis 90, die Grünen, das nur so schaffen, indem wir Lebensrealität ganz weit weg von uns nicht nur wahr, sondern auch ernst nehmen und reden. Und wir werden manche nicht mehr überzeugen, aber es gibt halt Leute, die so auf der Kippe sind oder nicht so genau wissen, dazwischen. Und die für die Demokratie heute wieder zu gewinnen oder gar zu begeistern, das ist eine extrem harte Arbeit. Und das geht auch nicht, indem man sagt, da macht man einen schönen Fernsehauftritt oder es kommen jetzt ganz viele Menschen aus Westdeutschland und erklären jetzt im Osten, warum das jetzt alles irgendwie doch gut ist. Das wird nicht klappen. Und diese Trennung, die wir immer noch haben, wenn man sich, es gibt so viele Dinge, wo man diese Trennung noch sieht auf der Karte, wenn es um die Frage geht, wie es mit Einkommen und Vermögen ist beispielsweise, wenn es um die Frage geht, wie ist es mit der Besetzung von Positionen in Führungspositionen? Es gibt zig Sachen, wo man das immer noch sehen kann. Und das sollten wir, das müssen wir, glaube ich, ernst nehmen. Und wir haben ja gedacht, dass wir in diesem gemeinsamen Land auf eine Art und Weise akzeptiert sind, gemeinsam leben, wie das die westdeutschen Grünen lange nicht verstanden haben. Also ich kann mich erinnern, ich bin 2011
in der evangelischen Kirche gewählt worden. Sie haben das vorhin erwähnt als Präses. Und ich fand das irgendwie so ganz normal, weil wir kamen ja daher. Bei Esther Ullmann-Götz habe ich in der Küche im Pfarrhaus gesessen. Da hinten sitzt Herr Albani und so. Es war für uns mit der Kirche, hat für uns zusammengehört. Für die westdeutschen Grünen war das der Durchmarsch in die Mitte der Gesellschaft. Ja, ich kriegte einen Anruf von Joschka Fischer, der sagte, du hast Günter Beckstein besiegt. Hatte ich. War aber jetzt nicht so besonders aufregend für mich, weil es war relativ klar, dass das passieren würde. Aber es war eine völlig andere Wahrnehmung. Und natürlich haben wir dieses, das gehört dazu, aber damals war Kirche natürlich irgendwie für uns auch die Aspora. Das war ja auch irgend so ein kleiner Verein. Und diese Unterschiede, die wir von damals so ein bisschen auch mitschleppen, also was ist eigentlich Mitte? Ja? Und wen wollen wir eigentlich gewinnen? Wen wollen wir mitnehmen? Das ist, glaube ich, eine viel entscheidendere Frage. Und da ich so ein bisschen rumstöhne, deswegen auch eine echt, echt schwierige Aufgabe. Und wenn ich ins nächste Jahr gucke, in die Landtagswahlen in Ostdeutschland, in Brandenburg, Thüringen, Sachsen, ich sage jetzt nicht, dass mir Angst wird, weil wenn man Angst bekommt, dann wird man kleinmütig. Und ich finde, dass wir großmütig werden müssen und kampfesbewusst so. Ich würde gerne kurz. Ja, bitte. Sie können sofort reagieren. Und wenn das Publikum sich beteiligen möchte, einfach Hand heben. Ich sehe das gleich, wenn Herr Beckmann gesprochen hat. Aber kommen Sie schon mal her. Für mich ist die Frage, was sehen wir und was übersehen wir? Eine ganz entscheidende für die nächsten Jahre. Ich habe im Zusammenhang mit dem 75. Geburtstag von Peter Kelly neulich mal gesagt, was ist eigentlich Realpolitik? Also wann ist man eigentlich realistisch in der Politik? Und die Frage, die ich lebe jetzt seit einigen Jahren in Brandenburg, im Kreis Oberhavel, im nördlichen Teil, nicht weit von der Grenze zu MacPom. Und bezogen auf das, was du gesagt hast, Katrin, dass wir haben sozusagen mit der Stimmung im Osten alle zu tun, nicht nur die Grünen, auch die SPD, aber es gibt da einen Unterschied. Wenn ich vergleiche die Stimmung den Grünen gegenüber, 2019 bei der Kommunalwahl, bei der Landtagswahl und bei der Europawahl in Brandenburg, das ist ein himmelweiter Unterschied. Und was uns von CDU und SPD unterscheidet ist, dass wir wirklich gehasst werden. Und zwar von Menschen, die uns nicht liebgewonnen hatten, aber zumindest tendenziell zugewandt waren. Und ich glaube, dass wir eine Antwort brauchen auf die Frage, was das nicht mit unserer Überzeugung zu tun hat, sondern mit unserer Haltung. Wie werden wir wahrgenommen? Und das ist auch eine wichtige Frage, glaube ich, an die Heinrich-Böll-Stiftung als kulturpolitische und nicht parteipolitische Stiftung. Wie sprechen wir und welche Botschaften senden wir? Wir haben über verschiedene Aufgabenbereiche, also die Grüne Akademie zum Beispiel oder auch über das Studienförderungsprogramm, wir sind in vielen Dingen schon sehr elitär unterwegs. Und wir nehmen bewusst in Kauf, dass wir einen Großteil der Gesellschaft damit nicht erreichen. Wir haben unendlich viele Diskussionen. Das fing damals an in der Zeit also mit Bill Clinton, Tony Blair, Gerhard Schröder, sozusagen dieser Teil des politischen Spektrums sich aufmachte, jetzt auch neoliberale Wirtschaftspolitik zu machen. Das haben wir so nicht unterstützt. Aber seit dieser Zeit haben wir mindestens 10-12 Jahre auch nur von jetzt kommt die Wissensgesellschaft. Aber was bedeutet das? Wir haben als Grüne das Handwerk nie geachtet. Und das ist ein Fehler. Und insofern glaube ich, dass wir gut daran tun, die Demokratiefrage zu verbinden mit der Frage, was ist unser Verständnis in der Vermittlung nicht nur von Werten,
sondern auch von Rechten, die wir in Anspruch nehmen und die andere vielleicht nicht haben, aufgrund ihrer Sozialisation. Ich habe ganz viele Nachfragen, aber Wolfgang Templin ist bei uns. Ich übergebe ihm erstmal das Wort, das Mikro haben Sie schon in der Hand. Ja, Wolfgang Templin, einer, der am Anfang dabei war, dann seinen eigenen Weg suchte und fand und dann auch immer irgendwie dabei blieb. Ich habe mich immer dazugehörig gefühlt. Ich wusste auch, mit wem ich das sein konnte, mit wem ich die Diskussion führen konnte, teilweise auch in deutlicher Auseinandersetzung. Und die größte Herausforderung, und deswegen habe ich mich hier auch noch mal zu Wort gemeldet, die größte Herausforderung liegt für mich, wenn es um die Frage, was ist von Bündnis 90 wichtig in der Jetztzeit. Ich habe mich immer dagegen innerlich oder auch äußerlich gewehrt zu sagen, 89, mit dem ich zutiefst verbunden bin, das ist die größte, einschneidendste und nicht wiederholbare Herausforderung in meinem Leben. Das war eine gewaltige Herausforderung, aber ich wusste instinktiv immer, da fehlt noch etwas Entscheidendes. Und dieses Entscheidende ist jetzt gekommen. Seit den letzten anderthalb Jahren auf eine furchtbar tragische Weise, aber die hat auch etwas, so ist ja Geschichte, paradox Positives. Das, was 89 versucht wurde, über die deutsche Situation hinaus, über das eben unglückliche Wort des Mauerfallens, die deutsch-deutsche Situation und unser Glück dabei, war ja der Versuch von vielen. Ich habe einen kleinen Beitrag geschrieben, auch hierzu bei Böll, wo ich sage, dass die Blockkonfrontation aufgehoben wurde, dass sich all diejenigen, die in dem sogenannten Ostblock eingesperrt waren, ihres gemeinsamen Gefängnisses zu entledigen suchten. Und die einen schafften es, und wir hatten engsten Kontakt mit denen, die anderen versuchten es, blieben in einer anderen Zelle dieses wieder entstehenden Imperiums gefesselt. Ich spreche von der Ukraine und anderen. So, und wir haben den ganzen Prozess, Bündnis Grüne von innen, die kleine Minderheit, Werner Schulz fiel als Name, Gerd Poppe und so, die haben es mit ihren außenpolitischen Interventionen immer wieder versucht zu sagen, hier ist etwas unvollendet geblieben, wir können uns nicht darauf zurücklehnen und ziehen, wir haben es geschafft und die anderen sehen doch zu, wie sie da weiterkommen und wir arrangieren uns weit nach Russland hin. Und jetzt haben wir die absolute, für mich größte Herausforderungssituation, nicht nur für mich, die historische Herausforderungssituation, diese unvollendete friedliche Revolution von 89, die nicht in allen Teilen friedlich sein konnte, das wissen wir auch, jetzt in einem furchtbar blutigen Inferno angekommen ist, einem europäischen, gegen uns vernichteten, gegen uns gerichteten Vernichtungskrieg, uns derzustellen. Nicht nur wir, das müssen ganz verschiedene politische Kräfte in Deutschland, das muss nicht nur Deutschland, das muss in Europa passieren. Aber hier hat Deutschland in seiner gewachsenen Demokratie, in seiner Stärke, in seinen historischen Erfahrungen und hier haben diejenigen, die momentan in Deutschland politische Verantwortung tragen. Ich erinnere daran, allseits bekannt, Bündnis 90, die Grünen sind Teil der Exekutive. Die sind in der Koalition. Wir sind nicht nur von außen, die diesen Prozess jetzt voranzutreiben suchen, die fehlende Konsequenz anmahnen, Kritik anbringen. Was wurde so lange verschleppt, verfehlt? Das haben zum Beispiel wieder Leute wie Werner und andere von den Bündnisgrünen, eine Minderheit, immer versucht. Jetzt ist die Probe auf diese ganze Qualität, mögliche Qualität von Politik. Gelingt es den verschiedenen Akteuren mit diesen Werten, die Verbindung von Freiheit, auch Werner, Gerechtigkeit, in diesem Prozess das maximal Mögliche, realistisch gesagt, nicht jeder Wunsch oder nicht jede Hoffnung wird in Erfüllung gehen. Wenn ich an den Sieg der Ukraine glaube und ihn mir absolut herbeiwünsche, weiß ich, das ist keine Sicherheit, aber ich weiß, wie viel wir dazu beitragen können und mir fiel in der im Überlegen ein altes kleines Buch in die Hand, an dem ich selber mitgeschrieben habe, aus dem Jahre 1964. Wir sind jetzt mittendrin 64. In der Realpolitik. Ja, ja, ja. Nein, nein, ich komme darauf zurück. Ich bin im Jahr 1994.
Die gesellschaftlichen und politischen Kräfte werden sich neu sortieren, nicht zwingend als Katastrophe und Bedrohung der Demokratie, sondern im oben beschriebenen Sinne als Chance aus der Krise heraus und als erste reife Antwort auf die Herausforderung von 1989. Und hier kann ich jetzt das Wort 2022 einsetzen. Ob Bündnis 90 die Grünen selbstbewusst an der Spitze dieses Prozesses stehen oder im Kartell der politischen Besitzstandswahrer hinterherhinken, wird sich bereits in den nächsten Monaten entscheiden. Könnte ich heute geschrieben haben. Vielen Dank, Wolfgang Templin. Ich habe, wie gesagt, viele Nachfragen. Sie sagten vorhin gerade, die Grünen oder Bündnis 90 die Grünen sind elitär unterwegs, die Grünen waren es vor. Jetzt haben wir von Wolfgang Templin eine komplett andere Biografie noch mal erfahren. Und vorhin die Frage, was haben Bündnis 90 und die Grünen wechselseitig voneinander gelernt? Könnten die Grünen nicht auch diese Biografien in sich aufnehmen? Haben Sie sie aufgenommen, wenn wir elitär unterwegs sind? Da hinten melden sich welche. Ich sehe es nicht. Komm. Ach so. Dafür ist der Platz da. Petra Morave. Kommt. Aber erst noch mal kurz zu meiner Frage. Vielleicht will die jemand beantworten. Niemand will die beantworten. Okay. Ich habe gestutzt bei diesem Begriff elitär, obwohl möglicherweise was dran ist. Ich glaube, wir haben, also die beiden Fragen hängen ja zusammen, die Frage nach Europa und die spezifische Reaktion in Ostdeutschland darauf, die sich doch in vielen Punkten doch sehr von der Haltung im Westen unterscheidet, von der Haltung zu diesem Krieg in allen seinen einzelnen nötigen Entscheidungen. Und da müssen wir dann schon noch mal gucken, wie weit wir auch immer noch an dem Erbe der Diktatur tragen im Osten. Also zudem kam denn noch so eine Frustrationsgeschichte nach 1990 vieler. Es ist doch kein Zufall, dass dieses Buch von dem Oschmann seit Wochen auf der Bestsellerliste ganz oben steht. Und dieses Buch ist vollgepackt mit Frust und Wut und Zorn. Und hat und wird vor allen Dingen im Osten gekauft und im Osten wird es gelesen und gelobt. Bitte? Ja, ich wollte jetzt nicht zu viel hier reinpacken. Heuer ist nochmal ein anderes Buch und so. Aber ich finde, in Rheinkultur sieht man es bei dem Oschmann, wie viel Wut, wie viel Zorn und wie viel Frust im Osten noch vorhanden ist. Und natürlich mangelt es uns dafür an Verständnis. Ich weiß auch gar nicht, ob man allzu viel Verständnis dafür aufbringen kann und soll. Aber wir müssen es erstmal zur Kenntnis nehmen. Und das, finde ich, ist ziemlich schmerzlich. Weil wenn ich mir vorstelle, dass dieser Geist sich verbreitert, dann können wir diese Herausforderung, vor der wir in Europa stehen, erst recht nicht annehmen. Das hängt zusammen. Mir geht es jetzt gar nicht um die paar Millionen, die in den östlichen Bundesländern wohnen, sondern mir geht es um diesen Geist, von dem ich fürchte, dass er sich verbreitet. Siehe Ungarn, siehe Polen. Da gibt es ja auch solche Trends. Und das macht einen ganz schön ohnmächtig, finde ich, dass man dazu guckt auf dieser Entwicklung, und die ist ja wirklich noch nicht so alt. Du hast es gesagt, wir wurden immerhin irgendwie respektiert, auch wenn man uns nicht wählte im Osten. Das ist vorbei. Und es gibt diese großen beiden Pole, AfD und Grüne. Und das hat was damit zu tun, dass wir sozusagen als die liberalsten wahrgenommen werden, auch von der AfD und ihrem Umfeld. Die ahnen schon ganz richtig, dass wir ihre schärfsten Gegner sind. Und umgekehrt. Jetzt ist wahnsinnig viel angesprochen worden. Es ist die Ost-West-Debatte angesprochen, es ist der Osten angesprochen. Das sind viele, viele Themen, die wir noch heute besprechen. Hoffe ich doch. Wir haben nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit. Wir haben aber wiederum zwei Gäste auf dem Podium. Eva Gwistorp, Mitbegründerin auch von Bündnis 90 Die Grünen und im EU-Parlament. Sie möchten was loswerden. Bitte schön. Petra nicht. Nee, Sie waren doch vorher. Ja, aber vielleicht brennt es dich so. Ja, ich bin eingeladen worden, obwohl... Sie müssen das Mikro nehmen, genau. Ich bin eingeladen worden,
was aus den Erfahrungen Zusammenarbeit Ost-West-Bündnis die Grünen, aus der Erfahrung des Europaparlaments zu sagen. Das ist jetzt vielleicht entweder zu spät oder zu früh. Es gehört wesentlich zu dem Thema, was auch Marianne gerade angesprochen hat und Katrin. Aber es gibt bisher kaum historische Forschung und kaum ein Erinnern. Also ich habe mich damit 30 Jahre nun rumgeschlagen, dass die Arbeit, die entweder gut oder schlecht gemacht wurde im Europaparlament in der Zeit, überhaupt nicht als wesentlich oder irgendwie relevant angesehen wurde. Darum möchte ich noch mal daran erinnern, dass die Vereinigung der Parteien auch nur möglich war in einem vereinigten Deutschland und auch nur möglich war in einem Beitritt der sogenannten Ex-DDR zur EU. Und wir haben ja im nächsten Jahr auch Europawahlen. Vielleicht lohnt es sich von daher schon, dass wir auch an den Aspekt erinnern, dass er nicht nur Bündnis 90 im Bundestag war und wunderbar die Stellung gehalten hat, sondern es gab auch eine kleine Gruppe im Europaparlament, die von Juni 1989 an mitverantwortlich war, wie sie diesen Umbruch wahrnimmt und gestaltet. Und da kommen wir zurück auf die Themen, wie ihr die westdeutschen Grünen wahrgenommen habt. Lukas, Milan und ich gehörten ja zu der extrem kleinen Minderheit, die mit Wolfgang Templin zusammen und einigen anderen, die hier im Raum sind, die Bürgerrechtsbewegung schon, also ich persönlich schon seit Prag 68 unterstützt hat. Es hatte also eine längere Vorgeschichte und braucht die, glaube ich, auch, damit man überhaupt wahrnimmt, was da passiert ist dann ab Mai und Kommunalwahlen in der DDR. Und ich bin als Freundin von Petra Kelly einerseits, von Bärbel Bohley andererseits ins Europaparlament gegangen und war einerseits begeistert, dass das Europaparlament eine wahnsinnige Chance der Welterweiterung, der Selbsterweiterung und der breiten Tätigkeit der Vernetzung der Zivilgesellschaft bietet, aber war auch eigentlich ziemlich schockiert und brauchte Zeit, das zu kapieren, dass es eigentlich sowas wie einen Blick nach Osten im Europaparlament eigentlich fast gar nicht gab. Also die musste man suchen, mit der Lupe suchen, beziehungsweise ich habe sie eigentlich erst entdeckt, als ich dann meine Reden für die politischen Gefangenen in der DDR gehalten habe. Marianne Birtler, du warst doch einmal auch zu Besuch 1990, ne? Du warst doch mit Werner Fischer einmal zu Besuch im Europaparlament. Kannst dich nicht mehr erinnern? Ja, wahrscheinlich. Hm? Ja, du bist gut. Ich habe eine Ordnungsstrafe riskiert, weil ich dich öffentlich begrüßen ließ, zusammen mit Werner Fischer. Also, dass es politische Gefangene in der DDR gab, es war natürlich bei dem Enkel des ehemaligen Kaisers von K&K, ne, dem war das wichtig. Ich wurde in eine ganz merkwürdige Kooperation gezwungen, dass ich als grüne Feministin dann sozusagen mit dem Kaiserenkel zusammengearbeitet habe, der das Frühstück auch da an der ungarischen Grenze mit unterstützt hat. Also dass wir im gewissen Sinne fast die Einzigen waren. Dann war da noch ein Holländer und dann war da Alexander Langer von den Grünen aus Italien. Wir waren eigentlich die kleine Minderheit, die sich dann konsequent ab September 89 für die Freiheit und die Bürgerrechte in Osteuropa eingesetzt hat. Aber ich war die Minderheit in der grünen Gruppe. Claudia Roth war gegen die deutsche Einheit, so wie Antje Vollmer ja auch das Vierte Reich beschworen hat. Das tragen wir als Erbe mit. Also wir tragen schon als Grüne wie ein Teil der Gesellschaft das Erbe mit, dass sowohl die Geschichte der DDR, aber wie auch Gesamtosteuropas und was Wolfgang gerade gesagt hat, also die Geschichte der Ukraine, die Geschichte von Belarus, wenigen von uns wirklich bekannt war, vor allem nicht der Aspekt der Freiheitsbewegungen in den Ländern. Und ich kam dann in die Situation, dass ich mich entscheiden musste, ob ich in die Delegation zum Beispiel mit Indien gehe, wo ich ja gerne das Taj Mahal gesehen hätte, und habe mich dann doch entschieden, in die UdSSR-Delegation. Schon in Indien, das geht jetzt ein bisschen weit. Nee, das geht jetzt, um klarzumachen, der große Teil des Europaparlaments hat sich mehr dafür interessiert, ja, nach Indien zu reisen, als in die Sowjetunion. Und zwar in dem Moment zwischen 1989 und 91. Das ist schon wichtig zu bedenken. Also der Ukraine-Krieg ist auch deshalb, da hat der Wolfgang ja recht, der ist sozusagen das ganz späte Erwachen und das teilweise zu späte Erwachen. Und dazu muss man wissen. Frau Christoph, das führt uns jetzt ein bisschen zu weit. Ich muss Sie leider unterbrechen. Ja. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Wir müssen aber noch ein paar Themen besprechen. Und ich würde jetzt gerne... Das muss ich aber abschließen können. Ne? Einen Satz noch, bitte. Ich habe mit verschiedenen
darauf hingewiesen, dass das Europaparlament selbst, was ja entscheidend ist im Moment auch für alle Fragen, ist entscheidend für die Asylfrage, ist es entscheidend für die Wirtschaftsfrage, ist entscheidend für die Datenschutzfrage. Das Europaparlament und die EU ist einfach unheimlich wichtig für unsere gesamten Prozesse. Und da muss man wissen, wo da die Schwächen und Stärken sind und wo wir anknüpfen können. Und ich würde beim Europawahlkampf im nächsten Jahr gerne, darf ich den Satz zu Ende machen? Diesen einen noch, dann... Ja, versteht ihr, es gibt überhaupt keine Beschreibung dessen, was im Europaparlament zur DDR und Osteuropa gelaufen ist. Hat sich die ganze Partei bisher nicht für interessiert. I'm sorry. Und dann soll ich diese ernsthafte Geschichte jetzt hier in zwei Minuten zusammenfassen. Ja, so nach dem Motto. Das schaffen wir jetzt heute nicht mehr. Nein, ich wollte nur meinen Satz zu Ende machen. Ich finde das ziemlich unfair. Den reden Sie jetzt schon seit drei Sätzen zu Ende, aber jetzt wirklich Punkt. Punkt. Nee, ich sage nichts mehr zur Geschichte und ihr könnt das gerne alleine machen, die Europawahl. Ich würde jetzt gerne Frau Morave das Wort übergeben. Bitte schön. Ja, das Mikro. Entschuldigung, aber... Ja. Was heißt denn hier Entschuldigung, wenn Sie eine mitnehmen? Versuche mich kurz zu fassen. Ich habe doch... Ich darf auch näher ran. Ja. Gut. Ich möchte zu drei Dingen was sagen. Zuerst zu Wolfgang. 2002 bin ich aus der Partei ausgetreten, obwohl ich sie mitgegründet hatte. Und warum bin ich ausgetreten? Wegen ihrer Geschichtsvergessenheit. Es gibt einen kleinen Aufsatz dazu, wo ich das erkläre sogar, weil es mir wirklich sehr, sehr auf der Seele gebrannt hat. Die Bosnien-Debatte, die in der Partei geführt wurde, ich war in mehreren westdeutschen Landesverbänden eingeladen als damalige Mitarbeiterin von Gerd Poppe, um unsere Position zu erklären. Und was mir da für ein Gefühl von Aggressivität entgegenschlug, war für mich eigentlich nicht nachvollziehbar, weil ich ja nichts gesagt hatte, was diese Menschen, die vor mir saßen, irgendwie verletzt hätte. Also es war so eine harte Kampfsituation, auf die ich nicht gefasst war, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war nicht darauf gefasst, dass ich mit der Partei, in der ich da bin und mit den Menschen, die da drin sind, dass ich so einen harten zwischenmenschlichen Kampf führen muss mit Beschimpfungen, mit Demütigungen, also à la Couleur. Und das war für mich der Grund, aus der Partei auszutreten. Und erst in den letzten Zeiten eigentlich habe ich das Gefühl, ach, das ist doch vielleicht nicht so, also es war schon richtig, weil ich habe mich damit schützen müssen. Aber ich bin ein bisschen versöhnt, das will ich hier als erstes sagen. Ein bisschen versöhnt mit dem, was jetzt außenpolitisch passiert, bin ich schon versöhnt. Auch wenn ich nicht alles teile und nicht alles gut finde, aber das gibt es ja in der Politik nicht. Zum anderen möchte ich zu Ihnen was beitragen, sozusagen zu Ihrem, was Sie haben anklingen lassen. Und sicherlich ist es etwas, was Sie in der Tiefe schon alles hochgehoben haben, aber jetzt hier heute nicht zum Ausdruck bringen konnten. Man muss auch mal sehen, 90, 91, 92, wie unterschiedlich die Ausgangspositionen dieser beiden, ja, im Osten gab es ja noch nicht mal einen politischen Organismus. Es gab ja gar keine Struktur. Die Menschen saßen in ihren Wohnungen, sie hatten keine Kommunikationsmittel, viele hatten nicht mal ein Telefon. Also, man muss diese Situation immer mitdenken, weil sonst ist es irgendwie schräg, wenn wir uns vorstellen, na, da gibt es die Grünen, die hatten nämlich schon politische Erfahrung, die hatten schon Strukturen, die hatten schon auch viel gelernt in diesem Auseinandersetzungsprozess. Und im Osten, dieses neue Forum und diese Bürgerbewegung, die da plötzlich zusammenfloss, wenn man so will, fast über Nacht, das waren Menschen, die ja vorher nicht gucken konnten, wo sie sich positionieren würden in ihrem Leben. Also es gab ja nicht dieses Denken. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mir mal diesen Scherz erlaubt hätte, zu überlegen, in welcher Partei im Westen wäre ich denn? Also weil das irgendwie, also wirklich, also da hatte ich wirklich andere Sorgen, also als solche Fantasien. Insofern, diese Erfahrung fehlte eigentlich komplett, muss man sagen, ja. Und vielleicht gab es auch eine kleine Brechergruppe, die darüber zumindest schon mal Ideen für sich gefunden hatte, aber nur für sich persönlich, weil Kommunikation darüber gab es eigentlich auch nicht. Und das ist der Ausgangspunkt gewesen. Und darum war es eigentlich für alle, die sich da sozusagen in diesem großen Strom, der wirklich am Anfang ja relativ groß war, da zusammengefunden hatten, da war das eine restlose Überforderung. Sie mussten ihr Leben umbauen, sie mussten alles ändern, sie haben vielleicht sogar ihre Arbeit verloren oder was auch immer noch. Und dann auch noch politisch orientieren und dann auch noch
da, wo sie dachten, dass sie jetzt angekommen sind in einer Gruppe, die irgendwie was Neues will, da sollten sie jetzt auch noch wieder ganz neue Positionen und irgendwie und so. Das war eine restlose Überforderung, muss man heute sagen. Und deshalb dieses Kommen und Gehen, darauf beziehe ich mich, ja. Das war eigentlich auch ganz normal. Das ist nichts Verkehrtes gewesen. Im Gegenteil, es war einfach ein logischer Prozess, dass die Leute ihre Position finden mussten. Wo gehöre ich hin in diesem Spektrum? Und wo gehöre ich vielleicht auch nicht hin? Und vielleicht gehöre ich nirgendwo hin. Also insofern fand ich das jetzt gar nicht so sehr alarmierend, wie es oftmals dann auch vielleicht von den Medien oder in der Diskussion kolportiert wurde. Oh, jetzt, der ist jetzt zur CDU gegangen. Ja, warum nicht? Why not? Ja, hätte er vielleicht im Westen gelebt, wäre er immer gewesen oder woanders. Egal. Also das waren doch alles erst Prozesse, die sich dann in den nächsten Jahren entwickeln mussten. Und zu Lukas wollte ich auch nur kurz was beisteuern. Ich wohne ja auch auf so einer Enklave in Sachsen und in meinem Dorf. 47% wählen die AfD. Und da will ich wirklich was da noch mal einen Satz dazu sagen. 47% wählen die AfD. Aber ich würde behaupten, 97% sind Grüne. Ich rede auch so mit den Leuten. Ich sage, sie sind eigentlich ein Grüner. Und ja, aber die sind... Die Bürger in diesem Dorf, die schützen ihre Umwelt, sie machen sich Sorgen, sie haben keine Bienen mehr vorm Fenster. Es ist sozusagen ihr großes Anliegen, die geben dafür ihr privates Geld aus. Also das, man kann nicht sagen, sie sitzen da und warten, jetzt soll die Politik das schon richten. In ihrem Umfeld sind sie aktive Grüne, aber sie hassen die Grünen. Aber ja, und das ist diese Paradox, oder ich weiß ja nicht, wie ich dazu sagen soll, Paradox ist falsch, aber also, ja, also dies, da bin ich wirklich sprachlos und da weiß ich auch nicht ein Mittelchen oder so, aber es muss eins geben, weil die, wenn man die gewinnen könnte für diese Revolution, das ist nämlich auch eine Revolution, die wir jetzt gerade machen müssen, was die Rettung unseres Planeten anlangt, falls wir es überhaupt noch fertig bringen. Wenn man sie dafür gewinnen könnte, wären sie wirklich gute Handwerker. Man hätte was davon, ja? Also, um es mal so auf den Punkt zu bringen. Aber im Moment sind die Fronten so entfernt, wo ich mir wirklich Sorgen mache. Vielen, vielen Dank, Frau Morave. Dann bleiben wir doch gleich mal beim Osten. Im Osten haben, wie gesagt, die Grünen kommen nicht an. Sie werden gehasst, sagen sie. Warum? Können Sie das erklären? Können Sie das irgendwie erörtern? Wenigstens mit einem Hauch von einer Idee? Ich stehe auch immer fassungslos davor. Hass ist ja vor allen Dingen ein Gefühl. Das kann man schwer erklären, aber man kann versuchen, auf die Spur zu gehen. Und ich wohne auch in so einem Dorf, ja. Also wir tauschen uns ja manchmal aus. Bei mir landet dann... Man sagt das vornehm, sagt man Fäkalien im Briefkasten. Und deswegen weiß ich auch ganz gut, dass die Grünen gehasst werden, weil ich bin sozusagen das Gesicht dafür. Und ich glaube, es gibt verschiedene Dinge. Wir haben vorhin schon mal ein bisschen über Sprache geredet. Ich glaube, das gehört dazu. Also wie sprechen wir? Was für Worte sagen wir? Was benutzen wir für Worte? Es ist aber nicht alleine die Frage, welche Worte wir benutzen, sondern auch welche Erfahrungshintergründe zu dem dienen, wie wir Politik begründen, entwickeln, begründen, zuerst das. Und ich habe das bei der Heizungsdebatte massiv gemerkt. Also die ganze Diskussion ging darum, dass wenn man ein Einfamilienhaus hat, das ist ja Wohlstand. Und wenn da jetzt eine neue Heizung reinkommt, dann ist das ja Wertsteigerung. Und ich konnte das meinen Nachbarn auf meinem Dorf überhaupt gar nicht erklären, weil die hatten nämlich ein Einfamilienhaus irgendwie von Mutter, Oma, Tante. Das war auch oder ist auch das Haus, in dem sie nur wohnen können. Die können das auch nicht verkaufen. Da ist auch diese Wertsteigerung, das ist total komische, also es ist auch nicht Wohlstand. Und die haben ein ganz geringes Einkommen und das sind nicht wenige. Also deswegen habe ich vorhin gesagt, man kann sich die Karte Einkommen und Vermögen genau angucken, dann sieht man, das ist in Ostdeutschland mit wenigen Ausnahmen, also Potsdam-Mittelmark hat, glaube ich, irgendwie ist so beim Durchschnittseinkommen West. Alle anderen Kreise in Ostdeutschland sind da weit drunter. Und wenn wir so tun, als ob man das irgendwie auch mal noch machen kann, dann werden die Leute sich nicht nur nicht gesehen fühlen, sondern die werden einfach sagen, ihr seid in einer völlig anderen Welt. Und ich kann das übrigens nicht. Und viele von denen haben sich natürlich vor 30 Jahren eine neue Heizung eingebaut.
Und daran hat auch jetzt gerade keiner gedacht, dass diese 30 Jahre eben auch die 30 Jahre sind, wo man dann, wo die entweder kaputt gehen oder man eben vorgeschriebene neue baut. Ich sage das Beispiel nicht, um diese aktuelle Heizungsdebatte aufzumachen, sondern weil da eine Welt betrachtet worden ist, die mit der Welt in Ostdeutschland wenig zu tun hatte. Und es hat viel Arbeit und Engagement und immer wieder, ich habe auch, es hat so einen Moment gehabt, wo ich gedacht habe, ich nerv jetzt alle total, war mir dann aber egal, um das immer wieder zu sagen. Wir sind aber jetzt wieder nicht mehr an dem Punkt, wo das eine Rolle spielt, nachdem das Gesetz dreimal verhandelt worden ist. Wir werden also weiterkämpfen müssen. In welchen Welten, in welchen Sprachen, in welchen Überzeugungen reden wir? Und Petra hat ja vollkommen recht, also meine Nachbarn sind auch alles Grüne, also so viel Honig, wie ich geschenkt bekomme, weil, ne, so. Also von denen, die dann sagen, du bist ja gar nicht so blöd, du bist vielleicht doch nicht so. Das stimmt und ich glaube, es hat auch mit diesem nicht schon wieder verändern wollen zu tun. Nicht schon wieder eine große Veränderung. Die Menschen, die da leben, mussten alles ändern. Von der Krankenkasse angefangen, über den Job. Dann gab es viele Berufsabschlüsse, die wurden nicht anerkannt. Natürlich war es Mist, dass die Erzieherinnen im Kindergarten irgendwie mit den Panzern darum machen mussten, weil das die Ideologie war. Aber dass sie nicht wussten, wie man das mit den Kindern macht und eine Fortbildung machen mussten, um überhaupt weiter im Kindergarten arbeiten zu dürfen, das war nicht in Ordnung. Also natürlich war in Ordnung, mal zu sagen, dass mit dem Topfen alle gleichzeitig, Diskussion vollkommen richtig, aber ganz viele Berufsabschlüsse sind nicht anerkannt worden. Und selbst Leute, deren Berufsabschlüsse anerkannt worden sind, haben sich gefragt, wie kann das eigentlich sein? Wie kann das eigentlich sein? Bis hin zu solchen Sachen, ich will das jetzt nicht alles aufzählen, aber Polikliniken dürfen nicht Polikliniken heißen, sondern müssen, wie heißt das Ding, MVZ, wie heißt das, medizinisches Versorgungszentrum heißen und, und. Also alles Beispiele, wo man hätte sagen können, Leute, nehmt doch ein bisschen was von dieser pragmatischen Geschichte mit und erkennt es doch bitte an. Erkennt auch diese wahnsinnige Veränderungsleistung an. Das haben ja nicht nur die Eliten gemacht, das haben nicht nur die Intellektuellen gemacht, nicht nur die Akademikerinnen und Akademiker, sondern das hat jeder machen müssen, jeder Einzelne. Und da würde ich sagen, das ist der andere große Punkt, einmal anzuerkennen, dass diese gigantische Veränderungsleistung eine ist, die auch Teil der bundesrepublikanischen Geschichte ist und nicht irgendwas da drüben im Osten. Vielleicht noch ein Satz zur Ukraine, weil das Wolfgang Templin zu Recht gesagt hat. Ich war 2004 da, Orangene Revolution, manche erinnern sich. Warum war ich da? Weil kein anderer hinfahren wollte. Also zu dieser Zeit haben wir auch ein Ministerium besetzt, was mit diesem Außen zu tun hatte. Und ich stand dann da und habe von Joschka Fischer gegrüßt, der nicht da sein konnte. Da gab es nicht sehr viel Beifall dafür. Und die Tatsache, dass dort eine Revolution stattgefunden hat, wie wir sie in anderen osteuropäischen Ländern erlebt hatten, die hat in der Bundesrepublik Deutschland bis hin zu uns Grünen eigentlich keine Rolle gespielt. Keine Rolle gespielt. Ich weiß nicht, wie viele Gespräche ich geführt habe und gesagt, Leute, das ist jetzt wieder, wir müssen dahin fahren, wir sollten uns damit gemein machen und wir sollten die Leute unterstützen. Und 2014 begann der Krieg, also, ne, 2014 begann der Krieg und dann gab es Minsk und es gab das Minsker Abkommen und danach hat wieder niemand mehr hingeschaut oder viel zu wenige. Das stimmt nicht, niemand stimmt nicht. Also gab ja einige, die das weiterhin getan haben. Aber dieses Nicht-Hinschauen in dieses Land und die Demokratisierungsprozesse, diese wahnsinnigen Anstrengungen viel zu wenig zu unterstützen, auch das ist Teil dessen, was wir heute erleben als Ergebnis. Und da reden wir noch gar nicht über Russland. Es ist Teil dessen, was wir heute als Ergebnis erleben. Und dass es sich immer noch entscheidende Politikerinnen in Deutschland hinstellen können und sagen, der Krieg, der am 24. Februar 2022 begann, ohne dass sich 100 Leute melden und Nein sagen, das ist Teil dieser Geschichte. Und ich bin ein bisschen stolz darauf, dass wir es geschafft haben als Grüne, in diesen vielen Jahren, also ich würde sagen in den letzten 18 Jahren, eine Position zu entwickeln, die da sehr klar ist. Und deswegen konnten wir auch so schnell, so klar und so eindeutig sagen, die Unterstützung der Ukraine auch mit Waffen muss selbstverständlich für uns sein. Das ist nicht nur Teil unserer Geschichte, sondern Teil unserer heutigen Verantwortung. So. Die Zeit ist schon fortgeschritten, aber Marianne Büttler meldet sich noch. Einen kurzen Satz noch und dann
sage ich noch was. Also das klingt amüsant und nett, wenn man sagt, hier bei in unseren Dörfern sind die Leute Grüne. Das trifft natürlich auf den Umgang mit der Natur zu und weil sie ganz naturnah leben und so, da gibt es sicherlich gemeinsame Interessen. Aber Grün steht nicht nur für Naturschutz und Umwelt. Grün steht auch für Menschenrechte, für eine moderne Gesellschaft, für die Hinterfragung von Rollenbildern und so weiter. Und der Hass, den man denn auf, ich erlebe der ja auch von vielen Medien, der nochmal multipliziert wird, der geht ja gegen solche Erscheinungsformen, die vielen Leuten nicht nachvollziehbar sind. Ob das Gendern ist, ob das der Umgang mit Flüchtlingen ist, ob es Familienbilder oder Geschlechterrollen betrifft, bis hin zu diesem Satz, so mit Schulterzucken, das ist nicht unser Krieg. Also da nehmen wir wirklich am sichtbarsten eine Gegenposition ein zu dieser, zu einer sehr provinziellen und das jetzt sage ich mal doch am stärksten in Ostdeutschland vorhandenen Lebenshaltung. Und da machen wir sicherlich Fehler. Ich will jetzt nicht alles nur sozusagen den anderen zuschieben. Da könnten wir uns vielleicht angemessener verhalten. Aber die Hauptursache ist für mich schon, dass es eine große Modernisierungs- und Veränderungsverweigerung gibt, die mit Angst verbunden ist. Angst um das, was man nun gerade endlich geschafft hat. Wir sind ja nun gerade erst angekommen, jetzt haben wir endlich unser Haus, jetzt ist es endlich abbezahlt und jetzt kommen die und wollen das alles. Und es gibt eine große kollektive Angst, die daraus entsteht, dass alle zumindest unbewusst wissen, so wie wir leben, können wir nicht weiterleben. Die meisten Menschen auf dieser Welt leben anders und denen sind wir was schuldig. Und dieses Gefühl sozusagen der Gefährdung dessen, was mir jetzt gerade wichtig ist und was ich gerade erreicht habe, das ist, glaube ich, allgemein, das bezieht sich auch nicht nur auf den Osten, das spielt, glaube ich, in vielen Debatten heute eine wichtige Rolle, dieses unterirdische Gefühl, eigentlich steht uns das nicht alles zu oder nie andersherum, eigentlich müssten wir bereit sein abzugeben, wenn die kommen, wenn es diese Völkerwanderungen gibt wegen des Klimawechsels, was wird denn dann mit uns? Also das ist Angst, glaube ich, die wir hier erleben. Teilweise nachvollziehbare, teilweise eine, von der ich mich wirklich heftig distanziere. Vielen Dank, Frau Bürtler. Einen Satz nur. Wir haben, einen kurzen Satz noch, Herr Beckmann. Ja, da müssen wir Schluss machen. Ich kriege schon das Zeichen, wir haben schon überzogen. Ich finde den Zusammenhang, den Marianne jetzt genannt hat, sehr wichtig. Weil Klima, es bringt nicht nur Natur, auch Klima ist nicht alles. Und deshalb glaube ich, dass wir bezogen auf die Sprache, die wir verwenden, auch Verengungen vornehmen. Eigentlich geht es um Lebensneutralität. Es geht nicht nur um Klimaneutralität. Es geht darum, so zu leben, dass wir anderen nicht schaden. Und dazu gehören auch die gesellschaftlichen Werte von Demokratie und von Freiheit und nicht nur die Werte und die Rechte der Natur. Das war ein wunderschönes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Beckmann. Wir haben viel gesprochen, aber über vieles noch gar nicht gesprochen. Ich habe noch ganz viele Fragen auf meinem Zettel. Ich bin sie gar nicht losgeworden. Ich habe auch noch viele Fragen an Sie, Herr Schikowski. Wir sind gar nicht dazu gekommen, weil wir so ein großes Podium waren. Aber wir haben die Möglichkeit, jetzt unten in der Cafeteria noch mal bei Wein und Brezeln und Wasser weiterzureden, persönlicher zu werden, den Osten nochmal zu besprechen. Den Pazifismusanspruch der Partei, ist der erhalten? Hat die Partei ihn aufgegeben? Wie sieht die Partei in 30 Jahren aus, wenn wir in die Zukunft schauen? Da gucke ich jetzt den Historiker an, obwohl Sie ja nicht in die Zukunft schauen, aber in die Vergangenheit. Also es gibt noch vieles zu bereden. Das können wir unten, wie gesagt, gern tun. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an das Publikum hier im Saal und ein herzliches Dankeschön an die Menschen da draußen, an den Bildschirmen. Vielen, vielen Dank für Ihr Erscheinen. Haben Sie einen schönen Abend. Tschüss und auf Wiedersehen.